Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und aus der französischen Nationalversammlung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle hier recht herzlich zu unserem Themenabend Lehren aus der Schlacht von Verdun, deutsche und französische Verantwortung für den Frieden in Europa. Meine Damen und Herren, vor 100 Jahren genau, vom 21. Februar bis zum 19. Dezember 1916 war die Schlacht von Verdun zwischen den Armeen Deutschlands und Frankreichs die längste Schlacht des Ersten Weltkrieges. Auf einer Fläche von nicht einmal 80 Quadratkilometern kamen mehr als 300.000 Soldaten ums Leben. Die Schlacht um Verdun hatte kein militärisches Ergebnis, wie wir es gerade eben auch noch einmal sehen konnten. Die Front verlief am Ende wieder wie zu Beginn der Auseinandersetzung. Sie war ein verbissener Nahkampf, wie wir es auch eben gerade gesehen haben. Das Wort Verdun steht allerdings für das Sterben von Millionen Menschen, Menschen, die im Interesse nationaler Egoismen auch geopfert worden sind. Verdun ist aber ebenso eine entscheidende Wegmarke auf dem Weg zu einem europäischen Frieden. Denn Verdun wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schließlich zum Symbol der deutsch-französischen Verständigung. Als Lehre aus den beiden Weltkriegen wurden die Europäische Gemeinschaft und eine auf Dauer angelegte europäische Friedensordnung geschaffen. Erlauben Sie mir, Präsident Charles de Gaulle, der selbst Verdun-Kämpfer war, in diesem Zusammenhang zu zitieren, der am 50. Jahrestag der Schlacht von Verdun Folgendes formuliert hat. Ich zitiere: Die zweite Lektion, die uns Verdun erteilt, richtet sich an die beiden Völker, deren Heere so kraftvoll und mutig gegeneinander gekämpft haben und die nun in einem Europa leben, welches sich nach schrecklicher Zerrissenheit vereinen und bewähren muss als Zentrum der Zivilisation, als führende Kraft in einer Welt, die sich dem Fortschritt zugewendet hat. Frankreich hat diese direkte und bevorzugte Zusammenarbeit gewollt, nicht ohne eigenen Anspruch, aber sehr entschieden. Als es 1963 einen Vertrag mit Deutschland schloss, der voller Zukunftsversprechen war, Frankreich ist heute noch genauso bereit dazu. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, ich finde, dass die Worte des französischen Staatspräsidenten von 1966 ein wichtiger Leitgedanke auch unserer heutigen Veranstaltung sind. Es ist der dringliche Appell, die deutsch-französische Versöhnung zu nutzen als Motor für den Aufbau eines friedlichen, eines modernen, eines starken Europa. Seine Worte machen aber auch deutlich, obwohl die deutsch-französische Partnerschaft politisch und wirtschaftlich seit langem auf den Weg gebracht und 3 Jahre zuvor durch den Élysée-Vertrag bestärkt worden ist, sah de Gaulle die Notwendigkeit von mehr deutsch-französischem Einverständnis und Gemeinsamkeit, um die europäische Einigung voranzubringen und damit den Frieden in Europa zu stärken. Wer heute die Überschrift auf der ersten Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen hat, der, glaube ich, kann nachvollziehen, dass ein halbes Jahrhundert später sein Appell auch unmittelbare Aktualität genießt. Die Europäische Union befindet sich in einer schwierigen Lage. Der deutsch-französische Motor muss weiter angetrieben werden. Die europäische Friedensordnung erweist sich leider als fragil. Und aus dem Gesagten ergeben sich unter anderem folgende Fragen, die wir heute Abend, denke ich, zusammen diskutieren sollten. Erstens: Welche Bedeutung hat Verdun im Gedächtnis beider Nationen? Wir werden am 29. Mai in Verdun eine große Gedenkveranstaltung mit Präsident Hollande
und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel haben. Hier in Berlin ist allerdings unser heutiger Themenabend die einzige größere Veranstaltung aus Anlass von 100 Jahren Schlacht von Verdun. Zweitens, was sind die Lehren aus Verdun? Ich bin ja ganz bei dem heutigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der einmal gesagt hat, ich zitiere, wer an Europa zweifelt und wer an Europa verzweifelt, der soll Soldatenfriedhöfe besuchen, dann zweifelt er nicht mehr. Und drittens, was sollten Deutsche und Franzosen tun, um noch besser ihrer Verantwortung für den Frieden in Europa gerecht werden zu können? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit Professor Gerd Krummeich, einen der besten deutschen Verdun-Historiker, gewinnen konnten. Er hat Anfang des Jahres zusammen mit seinem französischen Kollegen Professor Antoine Prost das lesenswerte Buch Verdun 1916 veröffentlicht. Erstmals ist damit um die Schlacht um Verdun von einem deutschen und einem französischen Historiker ein gemeinsamer Text geschrieben worden, was für sie beide, wie sie geschrieben haben, die neue Erfahrung mit sich brachte, bisherige Gewissheiten zu hinterfragen. Lieber Herr Professor Krummeich, seien Sie herzlich willkommen hier bei unserer Veranstaltung. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Frau Michaela Wiegel. Frau Michaela Wiegel ist eben aus Paris zu uns gekommen. Dort schreibt sie für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, hier nachher die Podiumsdiskussion zu moderieren. Und in dem Zusammenhang wird sie dann auch die Podiumsteilnehmer vorstellen. Ich begrüße Sie aber besonders herzlich, liebe Frau Michaela Wiegel. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und ebenfalls darf ich ganz herzlich begrüßen in Vertretung der ersten stellvertretenden Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, unsere Kollegin Frau Gerda Hasselfeld, die leider erkrankt ist, freue ich mich umso mehr, dass unser Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Johannes Singhammer, hier seine Bereitschaft erklärt hat, uns in das Thema einzuführen. Herzlich willkommen, lieber Vizepräsident Johannes Singhammer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf deshalb unserer Veranstaltung einen guten Verlauf wünschen, Sie noch einmal alle ganz herzlich begrüßen, dass Sie in einer solch großen Zahl auch an dieser Veranstaltung teilnehmen, und darf jetzt dem Vizepräsidenten Johannes Singhammer das Wort erteilen. Besten Dank. Lieber Dr. Franz Josef Jung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und langjähriger Bundesminister, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Assemblée Nationale, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Sie eine ganze Reihe bei uns, Kollegin Michaela Noll, Bernhard Kaster, Andreas Jung, Thomas Dörflinger, Kollege Lengsfeld und Kollegin Schmidt, meine sehr geehrten Damen und Herren, Verdun, das steht für das schauerlichste Grauen des großen europäischen Bürgerkriegs, besser bekannt als Erster Weltkrieg. Und Verdun steht symbolhaft für eine uralte europäische Stadt mit einer großen Geschichte, die alle Zerstörungen, die ein Krieg mit sich bringt, erleiden musste. Die umkämpft war schon Jahrhunderte zuvor und die ein Symbol geworden ist. Und die Schlacht von Verdun steht für einen Albtraum, für die Apokalypse schlechthin des Krieges, für alle Menschen, aber insbesondere für die Soldaten, die dort diesen Krieg führen mussten. Und Verdun steht für eine bis dato, bis ins letzte Jahrhundert, vor 100 Jahren, nicht bekannte Materialschlacht mit schwersten Geschützen,
Granaten in ungeheuren Mengen, neuen Waffen, riesige Soldatenheere, welche die Landschaft Lothringens tief entstellt haben. Ernst Toller, ein deutscher Soldat, notierte damals: Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabwand geschachtet sind, für uns zum Ausruhen. Wenn ich geduckt durch die Gräben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder an einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen grau-gelben Gesichter. Und Jahre später schreibt der große Dichter Erich Maria Remarque, selbst Kriegsteilnehmer, von einer Generation, die vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie den Granaten entkam. Nie wieder sterben auf so engem Raum wie Verdun so viele Menschen. Und nie wieder wurde derart rücksichtslos Leben missachtet. Berühmte, bekannte Soldaten haben ihr Leben gelassen, aber auch viele Unbekannte. Gemeinsam ist beiden, dass sie Familie hatten, Väter, Mütter, Geschwister und Angehörigen. Von den Bekannten, von den Berühmten gibt es eine ganze Reihe, darunter auch den berühmten Maler Franz Marc. Und Franz Marc, dessen eindrucksvolle wie rätselhafte Pferdebilder fast jeder kennt, die blauen Reiter, er war nicht nur Maler, sondern auch ein glühender Europäer. Und er war der Erste, der den Ersten Weltkrieg europäischen Bürgerkrieg genannt hat. Und auch Visionär, denn er schrieb damals vor 100 Jahren, kurz vor seinem Tod, in einem Essay Das geheime Europa, ich zitiere: Die Liebe zum guten Deutschtum muss heute verschränkt gehen mit der Liebe zum guten Europäertum. Nur mit ihr und durch sie wird Deutschland das Jahrhundert haben, das es sich ersehnt. Leider ist das Jahrhundert, das zurückliegende Jahrhundert, anders weitergegangen. Und es war leider keine Entwicklung zum Besseren. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, nicht weniger grausam, schlimm. Und deshalb ist es in der Tat richtig, heute eine Veranstaltung nicht nur durchzuführen, sondern zu begehen mit dem Titel Was sind die Lehren aus Verdun? Eine schwierige Aufgabe, aber ich möchte versuchen, auf einige ganz wenige Punkte kurz einzugehen. Wenn ich nochmal Franz Marc und seine Gedanken aufgreifen darf, dann ist sicher eine und die erste und wichtigste Lehre, dass wir die europäische Einigung angestrebt haben und sie nie mehr aus dem Blick entschwinden lassen dürfen. Gerade jetzt, wo Europa, und Franz Josef Jung hat das angesprochen, vor einer großen Bewährungsprobe steht, jetzt zeigt sich, ein friedliches Europa kann es nur mit einer lebendigen, vitalen und festen deutsch-französischen Freundschaft geben. Und diese deutsch-französische Freundschaft hat seither viele Höhepunkte, geradezu Wunder erlebt. Denken wir nur an die Umarmung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle anlässlich der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags oder dieses wunderbare Bild, das uns alle noch lebendig ist, das gemeinsame Innehalten von Helmut Kohl und François Mitterrand Hand in Hand in Verdun
oder aber auch der gemeinsame Besuch von Bundespräsident Joachim Gauck und François Hollande in Oradour. Frankreich haben damit und Deutschland haben damit gezeigt, dass es eine gute Entwicklung gibt und dass aus erbitterten Feinden Erbfeindschaft war in den zurückliegenden Jahrhunderten oft ein Begriff, eine Erbfreundschaft werden kann. Frank Schirmacher hat vor einigen Jahren in der FAZ geschrieben, die Antwort auf die Frage, warum es ein geeintes Europa geben müsse, hat man eigentlich immer mit einem Wort beantworten können. Verdun. Und deshalb ist es richtig und gut, heute darüber nachzudenken. Was ist die zweite Lehre? Ich glaube, die Lehre sollte sein, lassen wir uns auf Europa ein und gehen wir mit Europa liebevoll und sorgsam und mit Bedacht um. Die europäische Einigung war die Konsequenz aus zwei Weltkriegen. Sie war ein schwieriger Prozess und ist es weiter noch. Aber sie verdient es. Und 70 Jahre Frieden in Europa, das gab es die Jahrhunderte zuvor nicht. Im nächsten Monat wird das Vereinigte Königreich über den Verbleib des Landes in der Europäischen Union abstimmen. Das berührt nicht nur Großbritannien, sondern das berührt das gesamte Europa und ist eine entscheidende Weichenstellung. Wir glauben, dass dieser europäische Weg richtig war, dass er erfolgreich ist, dass er bei allen Schwierigkeiten weitergeführt werden muss und dass Europafeindlichkeit, eine Tendenz, sich aus Europa zu verabschieden oder irgendwie schulterzuckend am Gedeihen Europas nicht mehr teilzunehmen, keinen Anteil mehr zu nehmen, ein gefährlicher Weg wäre. Und eine dritte Lehre. Europa ist ein Europa der Vielheit. Frankreich und Deutschland sind entscheidende Klammern dieses Europas. Lasst uns auch unsere beiden Sprachen pflegen. Nur wer sich versteht, kommt auch gut zusammen. Natürlich ist das Englische in Europa die Sprache, die gesprochen wird. Aber gestatten Sie mir auch aus der parlamentarischen Praxis zu sagen, es gibt ein gemeinsames Anliegen zwischen Assemblée und Bundestag, dass die Vorlagen, die uns zur Beratung zukommen, zugewiesen werden, auch in unseren Sprachen dann zugeleitet werden. Englisch ist eine schöne Sprache, viele von uns beherrschen sie. Aber wenn die Texte, die natürlich Fachtexte sind und wo es auf jedes Komma ankommt, in englischer Sprache nur vorliegen, um dann rasch beraten zu werden, dann ist das keine gute europäische Praxis. Deshalb gibt es ein gemeinsames Anliegen zwischen Assemblée und Deutscher Bundestag, darauf hinzuwirken, dass dieses Versprechen auch aus von Europa die einzelnen Nationen und ihre Identität, auch ihre sprachliche Identität zu achten, gewahrt bleibt. Und dann komme ich zur letzten, wenn Sie so gestatten, Lehre, die wir daraus ziehen sollten. Die europäische Friedensordnung ist nicht so selbstverständlich, wie wir sie annehmen, weil wir uns daran gewohnt haben. Ich fürchte vielmehr, jede Generation muss aufs Neue sich den Frieden auch erarbeiten. Nicht erkämpfen, aber erarbeiten. Er fällt ihr nicht in den Schoß. Und deshalb sehen wir mit großer Sorge, wie in Europa immer wieder auch kriegerische Auseinandersetzungen zurückkehren. Beispielsweise auf dem Balkan vor einigen Jahren. Beispielsweise jetzt in der Ukraine. Und deshalb
brauchen wir das Bekenntnis zum Frieden in Europa. Das ist die entscheidende Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Vor 100 Jahren wären wir möglicherweise nicht hier gesessen, durch Sicherheit nicht. Vielleicht wären wir uns als Kriegsfeinde noch gegenübergestanden. Es ist ein Glück, dass wir heute entspannt hier sitzen können, dass die Kontakte zwischen Frankreich und Deutschland zahlreich sind, selbstverständlich sind. Und wenn Sie mir gestatten, darf ich auch noch mal darauf eingehen, dass wir uns in schöner Regelmäßigkeit zwischen den Präsidien der Assemblée Nationale und dem Deutschen Bundestag treffen. Wir werden das auch im kommenden Monat, im Juni, wieder tun. Und wir werden gemeinsam ein Fußballspiel anschauen. Wir haben das so gelegt, dass diese Zusammenkunft bei einem großen Sportereignis auch gleich passend zusammenfällt. Und wir werden damit auch zeigen, dass es eigentlich selbstverständlich ist, miteinander zu sprechen, aber auch Sportveranstaltungen zu besuchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte allen danken an dieser Stelle, die diese Veranstaltung konzipiert haben, vorbereitet haben. Dr. Franz Josef Jung und allen Mitarbeitern. Ich möchte allen danken, die hier teilnehmen und damit ein Zeichen setzen, dass der Tod und die Vernichtung nicht das letzte Wort haben, sondern 100 Jahre später ein lebendiges Zeichen der Zusammengehörigkeit gesetzt wird. Sie alle, die Sie heute hier teilnehmen, leisten ein Werk des Friedens. Und ich wünsche und hoffe diesem Zusammenkunft, dass hier aus dem Deutschen Bundestag, aus unserer gemeinsamen Veranstaltung, eine starke Botschaft des Friedens und für Europa ausgeht. Dankeschön. Ja, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die große Ehre, die man mir gemacht hat, mich hierhin einzuladen für diesen, naja, in der Tat sehr kurzen Vortrag. Das geht eigentlich nicht, wer da in einer Viertelstunde, aber ich bin insofern beruhigt, als meine Vorredner das Wesentliche bereits gesagt haben. Und ich vielleicht noch einige Präzisierungen als vom historischen Standpunkt aus einbringen kann. Unser Anliegen ist ein und dasselbe. Aus Verdun kann nur der Frieden entstehen. Das war auch der Grund, warum ich dann mit meinem Kollegen und Freund Antoine Pro mich an das große Wagnis begeben habe, dieses Buch zu schreiben. À quatre mains. Ein Deutscher und ein Franzose. Und man muss sich fragen, das ist eben auch schon angesprochen worden, wieso das 100 Jahre gebraucht hat, bis bei diesem deutsch-französischen Kampf, Zweikampf, wirklich die historiografischen Grenzen überschritten werden konnten. Das hat direkt zu tun mit den Gedenkgrenzen. Ich komme gleich darauf zurück. Zwei Gründe, warum Verdun 16 heute noch des Nachdenkens und des Erzählens, des historischen Erzählens wert ist. Und warum in ein paar Tagen unsere Bundeskanzlerin und der französische Präsident sich eben dorthin begeben werden, um einen sehr wichtigen Akt zu vollziehen. Das sage ich aber am Ende, was das ist. Was war Verdun? Der Film von Poirier versucht es anzudeuten. Man sieht doch die Soldaten, die Kanonen stopfen. Man sieht auch eine Szene, eine kurze Szene nur, wie sie da in einen Trichter springen, in voller Waffe, natürlich sehr schnell. Das ist ein Film von 1928, schon voll dem Verdun-Mythos verhaftet. Die Wirklichkeit sah wahrscheinlich ungefähr so aus, aber das hat keiner filmen können, 1916.
ein großes Problem, diese mythenbildenden Filme für die Wiedergabe der Realität zu halten. Wir haben ein kleines Schlachtfeld, das ist eben gesagt worden, 80 Quadratkilometer Maximum, wenn man alles zusammennimmt, Ost und westlich der Maas, wo über 1 Million Soldaten, 1,2 Millionen insgesamt im Handgemenge waren, von denen 300.000 grobe Zahlen dort liegen geblieben sind. 700.000 Verluste, verwechseln Sie nicht Verluste und Tote, das ist militärische Sprache. Verlust ist, wer nicht mehr kämpfen kann, aus welchem Grund auch immer. Und wir Zivilisten bringen dann immer die 1 Million Toten. Nein, das ist nicht Verdun. Verdun sind 300.000 Tote zu viel. Was sich da abgespielt hat, ich mag es immer ermessen an der Tatsache, dass man noch Jahre später einfach auf dem Schlachtfeld die frommen Mönche von Monseigneur Ginisty, die da rumliefen, weil der Bischof von Verdun es nicht aushielt, dass da die Kadaver rumlagen und die Leichenteile. Und die dann hingingen und das alles sammelten und in eine Holzbaracke unterbrachten, mit einer kleinen Statue davor von einer Frau in einem Schleier. Und sie hält den Mund, den Finger vor den Mund. Schweigen wir. Hier ist nur noch Schweigen. Sie haben dort in den 2 Jahren nach 1918 die Überreste von ungefähr 135.000 Toten noch eingesammelt. Nicht die schon ordentlich begraben oder zurückgeführt waren, sondern deren Knochen, Einzelteile doch noch rumlagen. Darum herum ist dann der große Ossière gebaut worden, das Beinhaus von Verdun, die größte Weihestätte Frankreichs. Es war Gott sei Dank die größte Weihestätte Frankreichs, ohne irgendeine sichtbare Präsenz der Deutschen. Das wird das Große werden in diesem Jahr, wenn Angela Merkel und François Hollande am 29. Mai dort eine Tafel enthüllen werden, in dem auf der stehen wird, hier ruhen deutsche und französische Soldaten. Dann haben wir einen Bogen geschafft, der bis dato unmöglich war, trotz allem, was geschehen ist. Natürlich für immer symbolisiert in der großen Geste von Helmut Kohl und François Mitterrand. Wie war eine Fortführung damals dieses Schweigens, des schweigenden Einverständnisses. Hier, darüber geht nichts mehr. Hier kann man nur noch schweigen vor Verdun. Aber schweigen wir zusammen. Und jetzt kommt endlich der Moment, wo gesagt wird, hier ruhen auch deutsche Soldaten, nachdem es schon einen wunderbaren Vorspiel gegeben hat, 2009, als auf dem Fort Douaumont mit der Europafahne die deutsche Fahne gehisst worden ist, von Soldatinnen des Eurokorps. Symbolischer geht es nicht, aber das war noch sehr kontrovers dort unten. Der Bürgermeister hat die Fahne immer wieder abgehängt, die deutsche, und wir haben sie immer wieder neu aufgehängt. Jetzt ist auch das vorbei. Ein paar Worte noch zur Präzisierung, was denn das für eine Schlacht war, warum? Sie haben mich ja als Historiker gebeten. Motiv für den Angriff war nicht, bitte merken Sie sich das, es war nicht die vorgebliche Absicht des deutschen Oberkommandierenden Falkenhayn, die Franzosen vor Verdun auszubluten. Das steht in vielen Geschichtsbüchern nach wie vor, aber in der Forschung sind wir inzwischen so weit, dass wir wissen, diese Behauptung, die Falkenhayn nach dem Krieg aufgestellt hat. Er habe Verdun nicht nehmen wollen, sondern vor Verdun die Franzosen nur weiß bluten wollen. Ein ungeheurer Zynismus war und eine Nachkriegsfälschung. Kein zeitgenössisches Dokument weist darauf hin, dass dies die Absicht der Deutschen gewesen sei. Keiner von den anderen Beteiligten
hat je von einer solchen Absicht des Generalstabschefs Falkenhayn während des Krieges selber gehört. Nach dem Krieg wurde man mit einem angeblichen Dokument konfrontiert, in dem er das behauptete, um Weihnachten 15 dem Kaiser persönlich übergeben zu haben, diese Absicht nicht einnehmen, sondern weißbluten. Das hat sich gehalten, weil niemand geglaubt hat, dass jemand einen solchen Zynismus auch noch fälschen kann. Und hat das deutsche Erinnerung an Verdun vollkommen verdorben. Die Soldaten, die sich geopfert hatten, die dorthin geschlachtet worden waren, aber die sich auch geopfert hatten, die mussten sich jetzt anhören, diejenigen, die überlebt hatten, dass das überhaupt keinen Sinn gemacht hatte, da zu kämpfen, sondern dass man die Franzosen hatte weißbluten wollen. Man hatte doch genauso viele Soldaten verloren wie die Franzosen. Dadurch wurde aus Verdun für die Deutschen die große Absurdität. In den 20er Jahren ist nicht viel von Verdun gesprochen worden. Erst die Nationalsozialisten haben Verdun sozusagen an die Stelle des vorher sehr viel stärkeren Somme-Mythos gesetzt. An der Somme hatten die Deutschen Deutschland verteidigt, die Wacht an der Somme geschoben. Vor Verdun hatten sie angegriffen. Die Nazis fanden das Angreifen wunderbar. So wollten sie weiterkämpfen. So sollte es sein. Springend über die ganzen Hindernisse für einen Sieg. Von daher ist die Erinnerung an Verdun sehr zwiespältig gewesen. Aber was war denn das Motiv für den Angriff auf Verdun? Es wird immer wieder übersehen, dass Verdun, die Festung Verdun mit ihren 35 großen und kleinen Forts, ja nicht nur ein reiner Verteidigungsort der Franzosen war gegen einen deutschen Angriff, sondern gebaut worden war auch für einen eventuellen Vorstoß der französischen Truppe nach Deutschland in der Folge des 1870er Krieges. Diese Festung Verdun mit ihren im Höchstfall 150.000 Mann, die dort versammelt werden konnten, konnte jederzeit eine vorgehende deutsche Armee flankieren, das ist der Ausdruck, in die Flanke brechen. Nichts kann eine Armee weniger haben, als dass man sie flankiert. Auf der Seite ist sie schutzlos. Und von daher war es für die Deutschen zwingend, die Festung Verdun außer Betrieb zu setzen, für die Franzosen. Und das hat der Generalstabschef Falkenhayn sich ausgedacht, das geht doch einfach. Wir haben die besseren großen Kanonen. Sie hatten inzwischen nicht nur die dicke Bertha, mit der sie 1914 die Forts von Lüttich, Namur und so weiter zerschossen hatten wie Staub. Das war ein ungeheurer Eindruck. Die Forts taugen nicht mehr. Sie hatten inzwischen auch den langen Max, die Fortentwicklung. Und sie waren sich sicher, dass sie damit in kurzer Zeit diese französischen Festungswerke kaputtschlagen und damit die Festung Verdun außer Betrieb setzen würden und damit einen ungehinderten Weg weiter durch Frankreich auf Paris zu haben würden. Das war die strategische Absicht. 1250 Geschütze, darunter drei lange Maxe und einige dicke Berthas, die an einem einzigen Tag das ungeheuerlichste Feuer eröffnen, am 21. Februar 1916 um 8.15 Uhr, die Franzosen sagen immer 7.15 Uhr, die hatten damals noch keine deutsche Zeit. Jedenfalls, das Feuer eröffneten einen Tag lang und dann glaubte man, man könne einfach vorangehen. So wie die Engländer einige Monate später an der Somme glaubten, dass sie die Verteidigung der Deutschen zerstäuben könnten und dann ungehindert vorwärts zu gehen. Aber der grundsätzliche Irrtum des deutschen Generalstabs war der, und das ist vielleicht wirklich, wird nicht oft genug gesagt, man kennt die eigene Kapazität und man glaubt nicht, dass der Gegner ebenfalls diese Kapazität hat.
Das ist ein Geburtsfehler jeglichen Generalstabsdenkens übrigens. Dass man genau sich vorstellt, was man selber kann, aber sich nicht vorstellt, hinreichend vorstellt, was der andere kann. Was der andere leisten kann an Mobilisierung von Energie und Industrie. Verdun war für die Franzosen vorher nicht der emblematische Ort, an dem sie alles verteidigen mussten. Es ist es durch die Schlacht geworden, durch die Entscheidung der Zivilen, die die Militärs unterstützten. Und die sagten, hier machen wir den Punkt, wo die Deutschen nicht mehr vorankommen. Ils ne passeront pas. Hier gibt es kein Durchkommen. Hier machen wir reine Symbolpolitik. Die französischen Militärs wollten eigentlich den deutschen Verdun überlassen und die Stellungen weiter westlich fassen, neu fassen und sie dort aufhalten, besser organisiert. Und die zivile Regierung hat gesagt, ils ne passeront pas. Und die Militärs haben das eingesehen. Der große Unterschied zu Deutschland, als die Zivilisten das Sagen hatten und die sagten, hier wird der Ort geschaffen, an dem Frankreich alles einsetzt, um sich zu verteidigen, um den Geist und die Moral zu stärken. Damit hatten die Deutschen in keiner Weise gerechnet. Sie hatten immer geglaubt, die Franzosen seien doch moralisch minderwertig und außerdem doch sowieso schon halb ausgeblutet. Mit ihren lächerlichen 40 Millionen Einwohnern, wo unsere fast 70 Millionen hatten und bald 80 Millionen haben würden. Was wollten die denn mit ihrem großen Land? Das war so die deutsche Parole vor 1914. Frankreich war kein ernstzunehmender Gegner. Aber was diese Nation schaffen konnte, wenn sie nur wollte, das ist eine ungeheure Lehre gewesen, damals, aus Verdun, nicht mehr für uns heute. Für uns heute gibt es, glaube ich, eine große Lehre aus Verdun. Außerdem, was hier sehr, sehr, sehr gut eben schon gesagt worden ist und was ich nicht wiederholen möchte. Ich komme auf einen Punkt, den Sie vielleicht jetzt nicht erwartet haben in dieser Veranstaltung. Ich komme auf Clausewitz, den großen Militärtheoretiker und Kriegstheoretiker, der um 1830 das Werk Vom Kriege verfasste, 1830, in der Zeit des Vorderladers. Und der unter anderem gesagt hat, der Krieg ist ein Chamäleon. Er nimmt immer neue Formen und Farben an. Man soll ihn nur führen, wenn man bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Denn der Krieg hat keine Grenze in sich selber. Der Krieg hat immer die Tendenz, zum absoluten Krieg zu werden. Denn eins gibt das andere und jeder versucht, dem anderen das Gesetz zu geben. Und dies hat keine natürliche Grenze. Das ist ein generelles Problem alles militärischen Planens, nicht zu bedenken, wie es die Deutschen 1916 so massiv getan haben, dass der Gegner dasselbe vorhat wie man selber und dass er unter Umständen mindestens dieselbe Kraft entwickeln kann, die man sich selber zumisst. Es gehört zur Tradition militärischen Planens überhaupt, die Gewaltbereitschaft und technische Kompetenz des Gegners zu unterschätzen. Das ist nicht weit von heute weg, meine Damen und Herren. Auch gegen Saddam Hussein wurde uns gesagt und wir dachten, wir machen clean operations und in ein paar Tagen ist der Spuk vorbei. Der Spuk fängt jetzt gerade erst an. Hin auf dem Weg zum absoluten Krieg, wenn nicht etwas Neues passiert. Zweite Lehre aus Verdun für mich. Schon früh wurde klar, dass vor Verdun nur der Tod gesiegt hatte. Der Ossière mit seinen 135.000 Toten.
Deutsche und Franzosen, die nicht identifiziert werden konnten. Die ersten Erfahrungen von absoluter Massenvernichtung konnte eigentlich nur noch der Frieden zwischen Frankreich und Deutschland folgen. Es kam ja dann auch zu dem berühmten Friedensschwur von 1936 am Ossier. Am 12. Juli 1936, über 30.000 Kriegsteilnehmer, nicht nur Deutsche und Franzosen, Italiener waren auch sehr viele dabei, die jeder eine Kerze in der Hand hielten und den folgenden Friedensschwur ablegten. Weil diejenigen, die hier und anderwärts liegen, in den Frieden der Toten eingetreten sind, nur um den Frieden unter den Lebenden zu begründen, deswegen schwören wir, den Frieden, den wir ihrem Opfer verdanken, bewahren zu wollen. Das war 1936 und sie meinten es wirklich ernst. Etwas über ein Jahr später hat Hitler dem Goebbels gesagt, jetzt stellen wir die Friedensplatte ab. Und dann wurde der neue Krieg vorbereitet. Und viele, auch der Soldaten der Deutschen, die den Schwur geleistet hatten und blieben echt von der Wahrheit dieses Schwurs überzeugt. Nur konnte der Frieden mit Frankreich natürlich nur kommen, wenn die Gerechtigkeit wiederhergestellt war, die für viele Deutschen, die allermeisten durch den Versailler Vertrag, vernichtet worden war. Diesen Sprung, der wurde gedanklich damals oft gemacht. Frieden ja! Aber erst, wenn die Schmach getilgt ist. Das war dann 1940 der Fall. Also, dieser Frieden, den sie geschworen haben, ist nicht direkt gelungen. Aber nach dem großen Krieg, dem zweiten, dem größeren Krieg, war klar, dass Verdun die Grenze des Krieges zwischen Europäern markiert. Es wurde klar, es wurde eben völlig richtig vom europäischen Bürgerkrieg gesprochen. Das war es. Aber es war nicht das Gefühl der damaligen, in einem Bürgerkrieg zu sein. Dazu war der Nationalismus zu stark. Die Überzeugung, dass die eigene Nation das Wichtigste ist und dass man auf jeden Fall sie verteidigen muss. Und wenn es noch so schrecklich ist. Dieses Gefühl der besonderen Höherwertigkeit der Nation an sich und der eigenen Nation insbesondere, ist uns verloren gegangen. Gott sei Dank. Und ich habe auch in Frankreich in den letzten Jahren das vermehrt gemerkt. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass Verdun dann wirklich ein gemeinsamer Erinnerungsort für Deutsche und Franzosen unter Nennung der Namen werden kann. Dass hier die nationale Emphase ebenfalls zurückgetreten ist gegenüber dem Bewusstsein, was das für ein Schlachten zwischen Europäern im europäischen Bürgerkrieg gewesen ist. Angesichts der 300.000 Toten in dieser heute noch vom Krieg zerwühlten Landschaft mit ihren schaurigen Überresten an Forts und Schützengräben blieb das stille Einverständnis, das nach Verdun für Franzosen und Deutsche, für alle Europäer, nur noch Frieden unter und miteinander geben kann. Das ist die Bedeutung des unvergesslichen Händedrucks von 1984. Das ist die Bedeutung der seit 2009 auf dem Fort de Douaumont gehissten Fahnen Frankreichs, Deutschlands und Europas. Das wird fortgeführt werden mit dem neuen Memorial Franco-Allemand, das am 29. Mai von Angela Merkel und François Hollande eingeweiht werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, Sie jetzt auch begrüßen zu dürfen und erlauben Sie mir bitte, dass ich mich besonders an die vielen jungen Gesichter wende und meine Freude über Ihre Anwesenheit äußere. Denn in der Diskussionsrunde
die ich jetzt eröffne, soll es um die Lehren gehen aus der Schlacht von Verdun, insbesondere für Ihre Generation. Bevor ich unsere Diskussionsteilnehmer vorstelle, lassen Sie mich ein Wort sagen zu der Professor Krummeich hat es in seinem exzellenten Vortrag schon angesprochen, zu der gemeinsamen deutsch-französischen Erinnerungskultur, zu der wir jetzt langsam kommen. Es war nicht immer so. Vor 8 Jahren sind die beiden letzten Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs gestorben. Am 1. Januar 2008 der letzte deutsche Weltkriegsveteran, der den klangvollen Namen Erich Kästner trug, hat aber mit dem Schriftsteller nichts zu tun. Dieses Ableben wurde in der Öffentlichkeit eigentlich fast überhaupt nicht wahrgenommen. Einige Monate später, im März, am 12. März 2008, starb der letzte französische Kriegsveteran, ein gebürtiger Italiener, Lazare Ponticelli, und es gab ein Staatsbegräbnis im Invalidendom mit einer Rede des Präsidenten. Ich erwähne dies nur, um zu sagen, dass wir doch einen großen Schritt vorangekommen sind, immer wieder, und freue mich jetzt ganz besonders, die Diskussion zu eröffnen mit der Frage, was sind die Lehren aus Verdun? Zunächst möchte ich Ihnen Frau Ronja Schmidt vorstellen. Sie ist 1989 im Jahr des Mauerfalls geboren und damit geradezu prädestiniert, sich für europäische Themen zu interessieren, und das tut sie auch als, ich weiß nicht, ob sie immer noch den Rekord halten, als jüngste Bundestagsabgeordnete. Sie sind sehr engagiert in der Traumastiftung, die sich um verletzte und wohl auch psychologisch verletzte Bundeswehrsoldaten kümmert. Neben ihnen sitzt Francis Masson, den ich auch sehr herzlich begrüße. Er spricht ausgezeichnet Deutsch und hat sein Studium deswegen auch fortsetzen können in Genshagen und interessiert sich insbesondere für Fragen des Weimarer Dreiecks. Das könnte in der Tat auch ein Thema sein, wie es in Europa weitergehen soll, dass wir ansprechen werden. Neben mir sitzt ein Franzose, der ebenfalls hervorragend Deutsch spricht, der sich schon seit langem mit der deutsch-französischen Beziehung beschäftigt, schon als Abgeordneter aus dem schönen Elsass, das leider demnächst seinen Namen wechselt und Großer Osten heißen wird, im Großen Osten aufgehen wird. An diese Formulierung müssen wir uns, glaube ich, alle etwas gewöhnen. Ich habe mich schon gefragt, ob Großer Osten oder ob es Wilder Osten heißen muss, weil die Anlehnung an den Großen, an den Wilden Westen ist anscheinend gewollt. Herrn Andreas Jung brauche ich Ihnen vermutlich fast gar nicht mehr vorzustellen. Er ist ein sehr aktiver Vorsitzender der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe, Parlamentariergruppe im Bundestag. Er kommt vom schönen Bodensee, den auch alle Franzosen sehr schätzen, und beschäftigt sich auch seit vielen Jahren mit der deutsch-französischen Beziehung. Ich würde jetzt gerne die erste Frage sofort an Frau Schmidt richten und Sie fragen, was bedeutet Verdun für Sie heute? Wie sehen Sie, welche Lehren gibt es für Ihre Generation, die man aus Verdun ziehen kann? Ja, zunächst herzlichen Dank. Ich denke, wenn wir heute über Verdun diskutieren, dann kann die Antwort, ich sage jetzt mal für unsere Generation, aber für jede Generation eigentlich nur der Frieden sein und eben das vereinte Europa und das vereinte Europa, auch die Errungenschaften, von der ja wir als junge Generation auch profitieren. Wir sind aufgewachsen, Sie haben vorher 89 den Mauerfall angesprochen, aber auch mit den Errungenschaften des Schengen-Raums, des Euros in einem wirklich gelebt vereinten Europa, das man fast schon gar nicht mehr merkt, sprachlich mal abgesehen, wenn man sich in einem anderen Land befindet, in einem grenzenlosen und freien Europa, und auch von diesen Errungenschaften entsprechend profitiert haben. Und wenn wir zurückblicken, leben wir aber in einem Kontinent, der
ein Kontinent des Krieges gewesen ist, mit zwei Weltkriegen und auch in den Epochen davor. Und deswegen kann die Antwort letztendlich dann auch nur wieder sein, nie wieder Krieg in dieser europäischen Friedensgemeinschaft, die wir heute haben. Und wenn wir über Verdun sprechen, dann denken wir an die Sinnlosigkeit des Krieges, an das Grauen, die Maschinerie. Es ist eben sehr schön von Professor Kumreich ausgeführt worden. Und wir sehen eben, dass wir in diesem vereinten Europa leben, in einem friedlichen Europa, aber dass dieser Friede nicht selbstverständlich ist, auch wenn wir das vielleicht ab und zu mal annehmen, gerade als junge Generation, weil wir es nicht anders kennen. Der Frieden, ist schön gesagt worden, vorher muss immer wieder erarbeitet werden. Und wenn wir auch mal den Blick aus Europa hinaus wenden, dann sehen wir einfach, diese Errungenschaft des Friedens ist keine Selbstverständlichkeit, ob wir nach Nordafrika blicken, in den Nahen Osten und die vielen Krisenherde, die wir haben in dieser Welt. Es ist keine Selbstverständlichkeit mit dem Blick aus Europa hinaus. Aber auch wenn wir in Europa sehen, welche Herausforderungen wir haben, jetzt mit dem Ukraine-Konflikt an unserer Haustür, mit den Herausforderungen des Terrors auch durch den Islamischen Staat, sehen wir eben, dieser Frieden ist keine Selbstverständlichkeit und er muss immer wieder neu erarbeitet werden. Und umso bedenklicher ist es eben, dass wir auch vor anderen Herausforderungen dann stehen, dass europakritische, europafeindliche Kräfte an Zuspruch gewinnen, gerade in diesen Zeiten, wo wir eigentlich sagen müssten, der Garant für den Frieden ist die europäische Wertegemeinschaft und eben auch die Europäische Union, die wir heute haben. Ich denke, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das Gedächtnis und das Bewusstsein am Leben erhalten, um es mal vielleicht ein bisschen pauschal zu sagen, weil wenn das nicht geschieht, dann können wir auch die Lehren nicht ziehen und die entsprechenden Schlussfolgerungen umsetzen. Und ich glaube, weil es auch uns als junge Generation, wenn wir über Krieg sprechen, manchmal schwierig fällt, sich in diese Lage hineinzuversetzen, habe ich jetzt versucht, auch in Vorbereitung, natürlich auch in der Schule hatten wir viele Themen oder hatten zum Beispiel mal das Buch Nichts Neues im Westen gelesen und andere Werke, aber ich glaube, dass schon eine wirklich differenzierte Auseinandersetzung stattfinden muss. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung einen Brief gelesen eines Soldaten, der mich sehr bewegt hat, von dem französischen Leutnant Depresse, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den er im Oktober 1916 geschrieben hat. Mein Kleiner, du bist gerade 9 Jahre alt geworden. Dieses bezaubernde Alter ist in dieser Zeit vielleicht das bewegendste von allen. Noch zu jung, um in den Krieg zu gehen, bist du zu groß genug, dass dein Geist von den Erinnerungen an ihn gezeichnet ist. Und vernünftig genug, um zu verstehen, dass du es bist, dass ihr es seid, die Kinder von 9 Jahren, die später die Folgen zu ermessen und die Lehren aus diesem Krieg zu ziehen haben. Wenn wir euch geholfen haben, dass ihr wirklich Bescheid wisst und wenn ihr euch daran erinnern und es verstehen wollt, was für ein schönes, harmonisch und volles Leben ihr haben werdet, dann, mein Kleiner, damit du dich dereinst erinnerst, nehme ich gerne die Ängste der gegenwärtigen Stunden hin. Alle Risiken und die Trennung, die noch grausamer ist als alles andere. Und wie du damals, als du als ganz kleiner Junge auf meinen Knien gesessen hast und ich dir Geschichten erzählte und schöne Bilder zeigte, höre mir auch jetzt mit all deiner Aufmerksamkeit zu. Ich glaube, der Schwäche oder Gefühlsduselei wird mich niemand anschuldigen können. Ich bewundere diesen General, den ich kenne und der nicht um seine Söhne trauert und niemals darüber spricht. 2 Söhne, seine ganz zärtliche Liebe, sein ganzer Stolz, am selben Tag gefallen, 20 und 19 Jahre alt. Der Leutnant ist am 21. April im Alter von 37 Jahren gestorben. Ich glaube, wenn man das liest, und mich hat es sehr bewegt, dann kann man einfach nur sagen, nie wieder Verdun letztendlich. Und ich denke auch, wenn wir darüber sprechen, über die vielen Gefallenen, auch über die vielen, und das finde ich schön, dass Sie das vorangeführt haben,
über 300.000 Tote, aber auch über 700.000 Verluste. Da müssen wir eben auch darüber heute sprechen, wie gehen wir mit den Soldaten um und auch mit denen, die wir eben heute haben, die zurückkehren. Und damals hat die Forschung der posttraumatischen Belastungen ja gerade erst angefangen. Und es waren wirklich, das kann man, glaube ich, zusammenfassen, ganz andere Zeiten. Und ich denke, dass das heute ein sehr, sehr großes Thema auch sein muss für uns, das uns bewegt. Wie gehen wir mit traumatisierten Soldaten um, aber auch mit den Familien der Soldaten, die die Verluste zu verzeichnen haben. Und deswegen ist es wichtig auch, dass die Traumastiftung, die Deutsche Traumastiftung, die im letzten Jahr gegründet worden ist, in dem Wahlkreis, aus dem ich komme, aus Ulm, hier eben diese Themen voranbringt, im präventiven Bereich, aber auch allgemein, was die Traumaversorgung und die Behandlung angeht. Und ich denke, das ist für mich letztendlich auch eine ganz konkrete, vielleicht noch Schlussfolgerung aus Verdun. Ja, vielen Dank auch insbesondere für die Lektüre aus dem in der Tat sehr ergreifenden Brief. Francis Masson in Frankreich hat anlässlich des Centenaire, des 100. Jahrestages des Ersten Weltkriegs eine große Sammelaktion, ich weiß nicht, ob das Wort das Richtige ist, stattgefunden. Auf jeden Fall waren alle französischen Familien aufgerufen, zu schauen in ihren Archiven, in alten Kisten und Schränken, ob sie Dokumente, Briefe aus der Zeit finden von natürlich verstorbenen Familienmitgliedern. Je vous pose la question en français. Je sais que vous vous êtes intéressé à cette question. Demandez aux citoyens d'aujourd'hui de chercher dans leurs propres histoires familiales un petit peu ce que Verdun peut signifier et au-delà de la Première Guerre mondiale peut signifier. Donc je voulais vous poser la question, vous, comment vous voyez cette action? Vous avez participé probablement ou est-ce que vous connaissez des proches qui ont participé et comment vous interprétez le message de ce qui... C'est exposé d'ailleurs, je pense, actuellement à la Bibliothèque nationale, une partie des documents. Alors, je vais parler en français. Donc, pour répondre à votre question, non, je n'ai pas personnellement participé à l'action, ni personne dans ma famille, puisque j'ai la chance, on va dire, de n'avoir personne dans ma famille qui ait eu un lien direct avec la guerre de Verdun. On a eu des liens avec d'autres guerres, bien sûr. La réussite de cette grande collecte, comme s'appelle le projet, ça m'inspire deux choses. D'une part, je le vois comme le fait que les citoyens ont dépassé le sentiment personnel par rapport à la guerre, le sentiment familial, l'attache à ces souvenirs familiaux a été dépassée, c'est-à-dire la blessure de la guerre au niveau familial a été dépassée. Au point qu'on accepte de présenter au grand public le contenu de lettres privées, de lettres que se sont échangées les grands-parents ou des grands-oncles. Ça, c'est la première chose. Donc, un travail de mémoire, 100 ans après, qui a réussi, puisqu'on accepte de livrer à tout le monde les secrets familiaux liés à la guerre. Et une deuxième chose, pour moi, la grande réussite, le grand nombre de dons qu'il y a eu, hein, on parle de millions de sources nouvelles mises à disposition des historiens et du grand public européen, c'est aussi le fait, une volonté que la mémoire soit perpétuée, transmise à d'autres générations, et qu'elle ne reste pas une mémoire de famille, mais qu'elle devienne une mémoire collective, et ici, pas seulement française, mais européenne, puisque ces archives-là sont à disposition de tout le monde, enfin de tout citoyen européen qui peut les consulter sur la bibliothèque numérique européenne qui s'appelle Européen. Wie wichtig ist das gemeinsame Erinnern noch heute? Je m'adresse aussi en français à vous, cher Monsieur Hetzel. Quelle est l'importance pour vous aujourd'hui de se souvenir ensemble? Est-ce que
vous voyez que c'est devenu trop une routine ou est-ce qu'il y a des nouvelles formes qui puissent renouveler en quelque sorte la nécessité en fait de regarder le passé pour avancer dans l'avenir? Merci. Merci beaucoup Madame Wiegel. Tout d'abord je voudrais vous dire que c'est un plaisir que d'être ici ce soir et si j'ai tenu à être présent à l'invitation évidemment des collègues du Bundestag en général et d'Andreas Jung en particulier, c'est tout simplement parce que je pense que ce devoir de mémoire, il faut qu'il se perpétue. Et quand je dis il faut qu'il se perpétue, c'est que nous devons faire en sorte que dans les années à venir, les jeunes générations puissent se rendre compte que ceux qui nous ont précédés ont vécu des souffrances telles que nous ne pouvons pas les oublier. Et non seulement nous ne pouvons pas les oublier, mais quelque part, si nous voulons honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés, nous avons une obligation de nous combattre, enfin de nous battre collectivement pour maintenir une Europe en paix. Je vais simplement vous relater une petite anecdote qui vous fera comprendre que cette question du devoir de mémoire, et vous verrez le lien est assez direct avec Verdun, se pose évidemment à l'échelle européenne, elle se pose à l'échelle de nos nations, et elle se pose même évidemment, vous l'avez rappelé à l'instant, je suis élu alsacien, elle se pose chez nous encore avec une acuité toute particulière, simplement pour vous faire réfléchir à une chose. J'étais avec des élus de ma circonscription. J'avais décidé, donc en 2014, de les emmener lors du congrès des maires à Paris, les emmener devant l'Arc de Triomphe pour cette fois-ci se recueillir devant la tombe du soldat inconnu. Et, en arrivant là-bas, nous étions plus d'une centaine d'élus. Nous avons été reçus par le gouverneur militaire de Paris, et je lui dis, monsieur le gouverneur, faites attention dans la manière dont vous présenterez les choses, parce que ne parlez pas de mort pour la France, mais parlez tout simplement de nos morts, parce qu'en réalité, celles et ceux qui sont présents ici, eh bien, sur nos monuments aux morts, eh bien, il n'y a pas la même inscription que dans d'autres parties de la France. Et d'ailleurs, vous regardez les monuments aux morts, évidemment, dans la plupart des départements français, c'est marqué « mort pour la France ». Quand vous êtes en Alsace et en Moselle, c'est marqué « à nos morts ». C'est marqué « à nos morts », et donc je lui ai dit, par contre, ce que vous pouvez dire, mon général, vous pouvez dire qu'ils sont tous morts pour la patrie. Ils sont tous morts pour leur patrie, parce que c'était leur patrie. Alors, vous voyez, c'est à la fois une anecdote, mais en même temps, cela montre bien que cette question de l'histoire, d'abord, elle n'est pas figée, et d'ailleurs, on le voit bien, d'ailleurs, le professeur Koumaïch vient de l'indiquer, il y a un énorme travail qui reste à faire, mais nous avons, je pense, aussi une nécessité de montrer que, en fait, à travers l'histoire, l'Europe a pu se construire. Et je pense que, si nous sommes aussi réunis ce soir, mais je pense que ça a déjà été rappelé, évidemment, par les collègues du Bundestag, et je pense que ce sera encore rappelé, ce lien franco-allemand, il est essentiel. Il est pour nous d'une... Et ça ne doit pas être simplement des mots. Et je sais que pour vous, ça ne l'est pas. Mais nous devons effectivement faire en sorte que ce lien ne s'étiole pas. Et pour être très franc avec vous, parce que entre amis, il faut aussi être très direct, il y a un risque que nos égoïsmes nationaux reprennent le dessus. Et en fait, cette question, évidemment, et je le dis avec, je dirais, toute la modestie qui s'impose, nous sommes actuellement dans une période où il y a ce risque de revoir renaître, nos égoïsmes nationaux au détriment de l'idéal européen.
Et je crois que le moment est plus que jamais venu pour faire en sorte que le couple franco-allemand, parce que je crois que le couple franco-allemand, plus que tout autre, est le ciment de la construction européenne. Et en fait, on voit bien Verdun, en réalité, l'enseignement de Verdun, il a quelque part failli... deux décennies après, puisque nous avons connu une autre déflagration, et vous y faisiez référence, monsieur le professeur, il y a une autre déflagration mondiale d'une envergure inégalée. Alors évidemment, il y avait un certain nombre de facteurs explicatifs auxquels vous faisiez référence, et notamment le régime nazi qui considérait que le traité de Versailles, évidemment, était une injustice majeure. Mais on voit bien que, comment dire, nous avons connu... quelques décennies plus tard, une déflagration énorme. Mais en même temps, cette déflagration, elle a permis que, je dirais, deux figures tutélaires de l'Europe et de la relation franco-allemande, je pense évidemment au chancelier Adenauer et au général de Gaulle, alors qu'ils avaient connu et très profondément les deux guerres. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, pour cause, puisqu'il était déjà combattant à Verdun, et il l'a été par la suite, évidemment, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ils savaient, tous deux savaient de quoi ils parlaient, et ils ont décidé de forger ce fantastique traité de l'Élysée. D'ailleurs, nous avons fêté l'anniversaire de ce traité. Je pense que nous devons faire en sorte que ces éléments restent plus que jamais d'actualité. Donc finalement, pour moi, le lien direct, j'ai envie de dire que ce que je retiens de Verdun, c'est que Verdun a conduit quand même à quelque chose de très beau par la suite, parce que nos peuples ont su se dépasser dans un idéal de paix en créant le traité de l'Élysée. Et ce traité de l'Élysée, je crois qu'il nous engage et il nous oblige. Et donc, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que je constate qu'il y a de jeunes concitoyens qui nous ont rejoints pour ce débat. Ce que je crois que, évidemment, nous ne devons pas perdre de vue, avec tout le respect que je dois évidemment aux historiens, nous devons, notamment en tant que responsables politiques, un peu, j'utilise la métaphore de la voiture, évidemment, il faut regarder la route devant soi. C'est très utile d'avoir un rétroviseur. Il faut faire attention à ce que le rétroviseur ne prenne pas une taille trop importante, parce que s'il prend une taille trop importante, eh bien, on perd la vue de la construction de l'avenir. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre le regard du passé et la construction de l'avenir. Et je pense que, plus que jamais, il nous faut maintenant construire aussi l'avenir en ne perdant, évidemment, pas de vue tous ces enseignements liés à Verdun. Verraten Sie uns noch, ob der Militärgouverneur Ihnen gehorcht hat? Ja, ich muss gestehen, er kannte unsere Geschichte, und deshalb, ja, ich denke, die Mentalitäten sind auch in Frankreich jetzt nicht mehr die gleichen. Aber ich denke, vor zwei oder drei Jahrzehnten wäre es wahrscheinlich noch problematisch gewesen. Aber... Es hat letztendlich geklappt, wie wir es wollten. Vielen Dank. Herr Etzel hat eben ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Herr Jung, besteht die Gefahr, dass wir beim Erinnern in einer Routine stehen bleiben und die nationalen Egoismen, wie der Abgeordnete Etzel formulierte, Oberhand nehmen und wir eigentlich nur noch zueinander finden, um Rituale auszuführen, aber die nationalen Egoismen eigentlich obsiegen? Also ich denke schon, dass diese Gefahr besteht. Die begegnet uns ja ganz real überall in Europa zurzeit. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass dieses Erinnern eben gerade nicht zur Routine wird. Man schaut dieselben Filme, beschäftigt sich mit historischen Fakten und geht zur Tagesordnung über. Sondern ich glaube, wichtig ist auch an so einem Abend, sich zu vergegenwärtigen, wie Ronja Schmidt es vorher gesagt hat, es ist eben nicht selbstverständlich.
Und es ist vorher irgendwann genannt worden, der Begriff der Erbfreundschaft. Und das ist eigentlich ein Begriff, den man mit großer Vorsicht nur verwenden kann, weil genauso hat man immer von der Erbfeindschaft gesprochen. Und nach dem Ersten Weltkrieg und dann auch nach dem Zweiten hat man es ja für unvorstellbar gehalten, dass so schnell diese Erbfeindschaft beendet wird und man zu neuer Freundschaft findet. Und die Gefahr ist doch, dass wir jetzt glauben, diese Freundschaft ist geerbt, das Europa, wie wir es haben, ist geerbt, die offenen Grenzen sind selbstverständlich und jetzt können wir eben zurückfallen in Egoismen und in nationale Tendenzen, weil alles, was wir haben, sind Errungenschaften, die stehen gar nicht mehr in Frage. Und deshalb finde ich, dass dieses Erinnern eben nur dann Sinn macht, wenn wir uns damit vor Augen führen, genau das ist ein Szenario, das es in anderen Regionen der Welt, die gar nicht so weit weg sind von uns, leider heute noch gibt. Und es ist ein Szenario, das auch nicht völlig ausgeschlossen ist, dass sich wieder in diese Richtung entwickeln ist. Wissen wir, es wird nicht zwischen Deutschland und Frankreich militärische Aktionen geben. Und das ist in der Tat unvorstellbar geworden. Und das ist ja das Gute und Schöne des Prozesses in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist doch dieses Erinnern dann Aufgabe, dass wir das, was wir als deutsch-französische Freundschaft liebgewonnen haben, tatsächlich so pflegen, dass wir nicht nur in Sonntagsreden von deutsch-französischer Freundschaft sprechen, sondern auch, wenn es konkret wird. Und da ist es ja dann manchmal gar nicht so einfach. Ich will mal erinnern an die Diskussion, die wir im letzten Sommer vor etwa einem Jahr hatten, nicht mehr ganz, im Bundestag über den Umgang mit Griechenland. Da gab es bei uns in der Fraktion, Franz Josef Jung und Ronja und andere erinnern sich schon, eine Debatte, wo es auch mal eine Tendenz gegeben hat, wo vielleicht eine Mehrheit gesagt hätte, es ist mal gut und wir gehen einen anderen Weg und dann muss Griechenland vielleicht auf andere Weise probieren, aber nicht mehr im Euro. Aber ich erinnere mich an die Fraktionssitzung, die wir hatten, wo es dann gewichtige Stimmen gab, die darauf hingewiesen haben, für so eine Haltung hätten wir in Europa sogar eine Mehrheit. Es gab eine Mehrheit der Staaten, die fast sogar gedrängt haben in diese Richtung. Die aber dann auch gesagt haben, es würde aber heißen, dass Frankreich auf der anderen Seite steht. Und was würde es bedeuten, wenn in so einer zentralen europäischen Frage Europa, ja oder nein, Deutschland und Frankreich in unterschiedliche Richtungen gehen würden und dadurch ja Europa spalten würden. Da würden wir doch unserer Verantwortung nicht gerecht. Und deshalb hat neben anderen Überlegungen auch dieser Hinweis und diese Betrachtung dafür gesorgt, dass man dann zum Glück durch Dinge, die ich jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben muss, aber dann einen anderen Weg gefunden haben. Und das, finde ich, ist unsere besondere Aufgabe, dass wir aus den Sonntagsreden in der Woche dann Kraft und Mut schöpfen und sagen, wir wollen gemeinsam mit Frankreich Europa voranbringen. Und da wird immer gesagt, ja, stottert jetzt der Motor und wie ist das? Ist das jetzt irgendwie was ganz Neues? Vermutlich hat dieser Motor immer mal gestottert. Und ich glaube, es ist eher die Normalität, dass es erstmal unterschiedliche Sichtweisen in vielen Themen zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Aber dann ist doch unsere Aufgabe aus dieser historischen Erkenntnis raus zu sagen, wir sind die, die dann eben aus besserer Einsicht diesen Motor ölen müssen, um dafür zu sorgen, dass wir in Europa dann gemeinsam die Dinge voranbringen. Und da will ich als zweites Beispiel nennen, die Flüchtlingskrise. Auch da wird ja manchmal gesagt, Deutschland und Frankreich, die sind da weit auseinander. Ich glaube, so weit auseinander, wie manchmal Glauben gemacht wird, ist es gar nicht so. Gerade nicht, wenn man den neuen Außenminister hört, Ayrou. Aber ich finde, wenn man es dann genau betrachtet, dann sieht man doch, dass wir zwar unterschiedliche Traditionen und deshalb auch Ansätze haben, dass aber ganz wichtige Schritte, die jetzt gemacht wurden, Einrichtung des Verteilmechanismus, die gemeinsame Sicherung der Außengrenze, auch das EU-Türkei-Abkommen wäre ja nicht denkbar gewesen, wenn nicht zwar mit unterschiedlichen Beiträgen in der Verhandlungsführung, aber Deutschland und Frankreich ganz eng und vertrauensvoll und auf einer Grundlage des unbedingten Willens, hier eben gemeinsam voranzugehen, die Dinge gemacht hätten, selbst wenn es dann noch gemeinsame Meinungsunterschiede gibt. Und ich finde, das ist das Entscheidende, gerade weil es eben diese Risiken, die Sie ansprechen, gibt. Wenn man sich anguckt, wofür in Deutschland die AfD steht, oder wenn man sich anguckt, wofür in Frankreich der Front National steht,
dann ist es eben nicht mehr die Ausprägung von besonderer Zuneigung und Freundschaft, die uns hier verbindet, sondern sind es nationale Töne auf beiden Seiten. Ich zitiere jetzt den Front National, der sagt, raus aus dem Euro, der sagt, die Grenzen wieder hoch und zurück zu einer nationalen Wirtschaft. Also eigentlich weg von allen Errungenschaften, die wir in Europa haben. Und das ist eine Position, die ganz erheblichen Zuspruch findet und wo Patrick Hetzel und die Kollegen kämpfen mussten, dass sie letztlich nochmal Mehrheiten gewonnen haben bei den letzten Regionalwahlen, und die nächsten Wahlen stehen bevor. Und wenn man sich anguckt, was die AfD möchte, die Grenzen hoch, die Mauern hoch, Schießbefehle und vieles mehr, dann ist es dieselbe Tonlage. Und das haben wir in allen Staaten in Europa, ja, solche Tendenzen. Und es gibt überall Bestrebungen, lasst uns doch darüber abstimmen, ob wir nicht rausgehen aus der EU. Und ich glaube, das müssen wir unheimlich ernst nehmen, weil wir ein bisschen bequem geworden sind und glauben, das geht alles so weiter. So ist es eben nicht. Und ich finde, das ist das Entscheidende, was so ein Datum, so eine Erinnerung uns dann vermitteln muss, um uns einfach wach zu halten, wach zu rütteln, dass es immer um die einzelnen Aufgaben des Tages geht, aber dass wir eigentlich da eine größere Linie verfolgen. Vielen Dank. Herr Professor Krummeich wollte eine kleine Anmerkung machen zur unterschiedlichen oder gemeinsamen Kriegserinnerungskultur. Gerade ist mir das so hochgekommen an dem Punkt, wo Herr Siegmann davon gesprochen hat, vom Kriegsgedenken. Wir stehen auch wirklich an einem Bruchpunkt des Kriegsgedenkens. Herr Hetzel hat das eben in einer sehr hübschen und sehr wahren Anekdote gefasst. Schon mort pour leur patrie sind für ihr Vaterland gestorben, aber nicht mehr die, man sagt nicht mehr mort pour la France. Man sagt auch nicht mehr für Deutschland gefallen. Jetzt hat Hollande, das war eines seiner größten symbolpolitischen Werke, vor 2 Jahren den Friedhof von Notre-Dame de Lorette eröffnet. Ein großer, es war immer schon ein alter Soldatenfriedhof, ein großer Soldatenfriedhof, und der ist umgeformt worden zu einer internationalen Gedenkstätte an die Opfer des Krieges. Ein riesiges Oval, wo die Namen alphabetisch von Kriegsteilnehmern, die gefallen sind, aus allen Nationen eingraviert werden, ganz ähnlich wie bei den Holocaust-Mahnmalen. Aber gibt es denn da nicht einen Unterschied? Müssen nicht wir Nachgeborenen und dann nochmal Nachgeborenen auch respektieren und in Erinnerung behalten, dass diese Menschen damals für ihr Vaterland sich geopfert haben? Sicher sind sie Opfer des Krieges und Opfer der Vernichtungsmaschinerie. Aber anders als die Opfer des Holocaust hatten sie immer das Bewusstsein, ich muss hier sein für mein Vaterland. Wie weit können wir in unserer Erinnerung diesen Gesichtspunkt beiseite lassen? Wir können das nicht einfach mehr nachmachen, wir wollen es nicht nachmachen, wir sind in einer anderen Zeit. Aber Respekt vor den Toten, wo fängt er an und wo hört er auf? Der Respekt, wofür sie sich geopfert haben, auch wenn sie nur Opfer waren. Das kann nicht ein zentraler Punkt unserer Gedenkpolitik sein, aber wir dürfen das nicht vergessen, sonst wird die Geschichte von Verdun vollkommen sinnlos. Wenn das alles nur Opfer sind, wenn die weggeblasen sind, warum haben sie denn dann so lange durchgehalten? Müssen wir das nicht auch im Bewusstsein behalten? War nur eine Frage. Herzlichen Dank, Herr Professor Krummeich. Jetzt versuche ich, einen etwas gewagten Bogen zu ziehen. Wer will heute noch sein Leben opfern? Zurzeit, insbesondere in Frankreich, kennen wir vor allen Dingen eine Form von Menschen, die ihr Leben opfern wollen, die radikalisierten Dschihadisten, die im November erstmals Selbstmordattentate auf europäischem Boden verübt haben. Die Wahrnehmung in Frankreich ist sehr stark, dass das Bedrohungspotenzial heute vor allen Dingen von dem islamischen Kriegenbogen ausgeht und mit der
Radikalisierung, der Beeinflussung der Jugend in Frankreich und auch in anderen europäischen Staaten ein großes Bedrohungspotenzial darstellt. Frau Schmidt, Sie haben gerade angesprochen den Ukraine-Konflikt, der im deutschen Bewusstsein wesentlich stärker, in der öffentlichen Wahrnehmung eine wesentlich größere Rolle spielt. Und Herr Dr. Franz Josef Jung hatte angesprochen, morgen treffen sich die Außenminister im sogenannten Normandie-Format hier in Berlin, um die weiteren Schritte in der Ukraine-Krise anzusprechen. Meine Frage an Sie wäre, haben Sie das Gefühl, dass bei diesem unterschiedlichen Wahrnehmung der Bedrohungspotenziale Deutschland und Frankreich tatsächlich zusammenkommen zu einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik? Also ich denke, wahrscheinlich muss man da differenzieren, aber weil Sie jetzt gerade auch den islamischen Staat und auch die Radikalisierung angesprochen haben, auch das ist ja ein Phänomen, was, sag ich mal, leider, wenn man so sagen will, auch die junge Generation betrifft. Wenn man sieht, wer eben in den Krieg oder in den Terror zieht, sind es vornehmlich junge Leute, und was uns, glaube ich, auch sehr bewegen muss, und das muss uns als Deutschland und Frankreich und eben als Europäer bewegen, ist, dass es ja nicht nur Leute sind, die von außen kommen, aus anderen Ländern, sondern dass auch Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, französische Staatsbürger, viele Belgier, junge Menschen aus Europa herausreisen in diese Gegenden, um sich dort zu radikalisieren. Also das ist zumindest ein Punkt, der mich in der Diskussion schon sehr bewegt. Und ich glaube, hier hat man auf jeden Fall ein gemeinsames Interesse, diese Herausforderung anzugehen, zu hinterfragen. Klar, natürlich spielen da auch Faktoren wie, wie fühlt man sich in einer Gesellschaft, fühlt man sich angenommen, hat man eine Zukunftsperspektive, da sind sicherlich unterschiedliche Voraussetzungen da, aber die allgemeine Frage ist doch trotz all dem, was treibt dann letztendlich junge Leute dazu, ins Ausland zu gehen und sich in diesen Regionen zu radikalisieren, beziehungsweise auch hier schon teilweise über das Internet oder Ansprechpartner radikalisiert zu werden. Und ich denke, das ist sicherlich was, was uns allgemein bewegt. Und ich denke, darüber hinausgehend, weil Sie jetzt auch den Ukraine-Konflikt und auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik angesprochen haben, gerade der 13. November und die schlimmen Ereignisse haben ja auch gezeigt, auch da wieder, dass es letztendlich Attentate waren, die in Paris passiert sind, die aber trotzdem uns alle getroffen haben. Und es gibt viele Zitate von diesem Abend: wir sind alles Pariser, wir sind alles Franzosen in dieser Nacht gewesen, weil dieser Anschlag letztendlich der westlichen Welt und unseren Werten, unserer freiheitlichen Grundordnung, unserer Demokratie, unseren Menschenrechten und all dem gegolten hat. Und ich glaube, deswegen ist auch sicherlich etwas, was uns vereint und wo wir jetzt ja auch an der Seite von Frankreich stehen und Europa zusammensteht, was den Kampf gegen den islamischen Terror angeht. Und es ist ja auch dann bewusst der Bündnisfall innerhalb der Europäischen Union ausgerufen worden, auf Grundlage des Lissabon-Vertrages zum ersten Mal auch. Und ich denke, dass man hier schon sieht, dass wir diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, nur gemeinsam angehen können. Ein Vorwurf, der in der französischen Debatte oft laut wird, wenn es um die Perspektiven gemeinsamer Außen- und Verteidigungspolitik geht, da heißt es dann immer, ja, wir Franzosen müssen ja so viel allein machen, und ihr Deutschen helft uns zwar, aber ihr kommt immer erst spät und mit sehr vielen Einwänden. Monsieur Masson, est-ce que cette différence, c'est-à-dire la France qui se vit toujours comme un pays qui a une armée qui peut être et qui est d'ailleurs envoyée dans beaucoup de pays, et l'Allemagne qui a toujours beaucoup de réticences, est-ce que ça c'est quelque chose où c'est probablement en France qu'il faudrait plus expliquer que c'est aussi une conséquence de Verdun, une conséquence à long terme, mais une conséquence quand même. Ah.
Alors oui, vous avez raison. De toute façon, l'attitude allemande face au conflit, elle repose sur la réalité de l'histoire allemande et de son évolution après les deux guerres. Oui, il faudrait l'expliquer aux Français pour qu'ils ne soient pas si frustrés d'avoir un partenaire parfois réticent, mais il faut aussi le voir comme une des richesses de l'Europe, c'est cette diversité d'opinions et de points de vue. Et l'Europe, c'est un lieu de débat. À mon avis, c'est aussi une fabrique du consensus. Il faut qu'on arrive à discuter, confronter les intérêts nationaux, mais ne pas les laisser nous bloquer pour arriver à une solution commune. Et vous parliez de l'avenir de la défense européenne. Est-ce qu'on va arriver à une politique de défense commune? C'est là toute la richesse du couple franco-allemand pour cette question-là, c'est les différentes traditions de politique étrangère, de politique de défense. Et ça, là, le couple allemand a un rôle de moteur à jouer, mais ouvert vers les autres pays membres. Ce n'est pas un couple qui doit s'exclure, mais un couple qui doit inclure ses 26 autres partenaires. Et puisqu'on l'a vu, la France, l'Allemagne, différentes traditions de politique étrangère, différentes positions sur l'envoi des soldats sur le pays, sur le front, pardon, la prédisposition à assumer des pertes militaires n'est pas la même dans les deux pays. Et c'est là, pour l'instant, aujourd'hui, une des limites de l'avenir de la défense européenne. Et c'est pour cette raison qu'il faut aussi considérer que l'Europe n'est plus la seule garante de sa paix. L'Europe a garanti la paix entre ses pays membres sur le continent, mais elle n'est pas en mesure de garantir complètement la paix vers l'extérieur. Et donc elle doit aller au-delà de ses institutions, en coopération avec d'autres instances, réfléchir à comment définir la défense européenne avec l'OTAN, l'ONU, l'OSCE maintenant, qui a la présidence allemande, peut-être qu'il y a là un potentiel pour le couple franco-allemand cette année. Oui, merci beaucoup. Je voulais effectivement réagir parce que je crois qu'on est un point clé. Hein. C'est vraiment un point clé. Je pense que dans les années à venir, cette question de la défense européenne, ce sera le vrai sujet. Alors, il y en aura sans doute d'autres, mais on ne va pas forcément tous les énumérer ce soir. Mais la question de la défense européenne sera une question essentielle. Et M. Masson vient de terminer son intervention en insistant sur, évidemment, l'OTAN et donc le traité transatlantique. Et on voit bien que, en réalité, une partie de notre défense européenne est évidemment aussi très liée à ce traité transatlantique. Vous le savez, le général de Gaulle avait une position un peu différente à un moment donné. Notre gouvernement, plus récemment, l'État français a réintégré le commandement intégré en fait de l'OTAN. Mais on voit bien que, ça va être une question essentielle parce que je pense que nous allons probablement assister à une forme de désengagement de la part des Américains sur les années à venir, qui va nous obliger de monter en puissance. Alors par contre, là aussi, il y a quand même des éléments d'optimisme. Pour moi, les éléments d'optimisme, c'est toujours pareil, hein, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Ce qui fonctionne quand même, on a une brigade franco-allemande qui aujourd'hui est quand même déjà un outil sur lequel on peut bâtir, et pas plus tard qu'hier. J'étais avec notre ancien Premier ministre François Fillon et d'autres collègues parlementaires. Nous étions à Strasbourg à l'Eurocor. Et là, c'était assez extraordinaire parce qu'en fait, il y a aujourd'hui six nations en réalité propriétaires, puisque la Pologne va venir rejoindre l'Eurocor, et au total, 10 partenaires. Donc, et je pense que dans les années à venir, il y a là un potentiel intéressant. Mais il va falloir que l'on discute sur nos modes de fonctionnement. C'est vrai, vous avez, Madame Bigel, vous avez insisté sur parfois l'impatience côté français par rapport aux modalités d'engagement de l'armée allemande, de la Bundeswehr, mais en même temps, et on le rappelait aussi, tout cela est le fruit de l'histoire.
Et on connaît les règles constitutionnelles qui sont celles qui ne sont pas les mêmes, puisque en fait, en France, le gouvernement peut engager les troupes et ensuite il fait voter le Parlement. Ici, évidemment, c'est une prérogative directe du Bundestag. Donc je pense qu'il faudra trouver des modalités d'ajustement. Mais quand vous regardez de près, aujourd'hui, l'Eurocorps, ça fonctionne. Et en fait, la présence de l'Allemagne au sein de l'Eurocorps est réelle. Et les troupes allemandes jouent pleinement leur jeu au sein de l'Eurocorps. Donc je pense que, comment dire, dans les années à venir, cette défense européenne, elle verra encore davantage le jour, ou du moins, nous ne pouvons que l'espérer, parce qu'il en va, effectivement, du devenir de l'Europe, parce qu'en réalité, nous devrons construire aussi une certaine souveraineté de l'espace européen. Et on voit bien que cette question de la souveraineté de l'espace européen se pose de différentes manières dans les années à venir. Et ça aussi, ça nécessite une discussion, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des différences d'appréciation. Vous évoquiez évidemment le conflit en Ukraine. Vous êtes la correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung côté parisien. Vous savez que, comment dire, de ce point de vue-là, la sensibilité française n'est pas la même. Et je le dis en toute amitié ici, j'ai fait partie des parlementaires français qui ont voté en faveur d'une résolution demandant à ce que l'embargo russe, enfin l'embargo vis-à-vis de la Russie, soit levé. Alors, non pas parce que nous sommes dans une situation où nous pensons que, comment dire, il faille forcément faire confiance à la Russie, mais nous pensons que ça n'est pas le bon outil. Parce qu'en réalité, on n'arrive pas à exercer la pression sur M. Poutine qu'on voudrait exercer. Parce qu'en réalité, la pression, on l'exerce sur, il faut bien le dire, le peuple russe, mais M. Poutine lui-même n'en a pas souffert. Et en réalité, nous faisons fortement souffrir, notamment notre agriculture européenne. Et là, on se dit, il y a là sans doute... Mais on voit bien que ce sont des sujets pas simples, parce qu'on n'a pas la même, je dirais, sensibilité géopolitique. Et on a un point sans doute où aujourd'hui, côté français, on est davantage orienté vers la Russie, il faut bien le dire, là où côté... côté allemand, on est peut-être plus atlantiste que nous ne le sommes. Nur zur Beruhigung, die Resolution ist nicht bindend. Herr Jung, Herr Professor Krummeich, und dann eröffnen wir endlich den Saal für Fragen, die Sie schon vorbereitet haben, gewiss. Herr Jung. Ja, ich glaube, ich kann da an die Vorredner anschließen. Es ist sicherlich so, wir haben unterschiedliche Traditionen. Und die machen sich gerade fest an der Frage, wie wir außenpolitisch agieren. Ich glaube, da brauche ich nicht wiederholen, was gesagt wurde. Ich will vielleicht nur darauf hinweisen, dass es auch da jetzt schon mehr Gemeinsamkeiten gibt, als auf den ersten Blick scheint. Nach den Anschlägen vom 13. November war es ja nun so, dass wir in einer exorbitanten Geschwindigkeit im Bundestag entschieden haben, nachdem Frankreich darum gebeten hatte, nachdem Frankreich übrigens klugerweise die EU-Beistandsklausel gezogen hatte, nicht die NATO-Beistandsklausel, dass Deutschland Frankreich und den internationalen Einsatz unterstützt durch Tornados, über die wir gesondert nochmal einen Abend diskutieren könnten, aber auch durch andere militärische Einsätze, und zwar wirklich auch durch robuste Unterstützung. Und da haben wir, glaube ich, eine unterschiedliche Tradition. Die deutsche ist eher die mit einem Schwerpunkt auf zivilgesellschaftliches Engagement. Die französische Seite betont das Militärische. Und wenn dann, glaube ich, beides zusammenkommt, dann kann man abgestimmt und gut europäisch vorangehen. Und dass es die gemeinsame Aufgabe ist, diese Dinge weiterzuentwickeln, hin zu einer europäischen Verteidigungspolitik, europäische Armee, Eurocorps, dass das alles die Aufgaben sind, die wir haben, die man ja schon angegangen ist und die vor uns liegen, ist, glaube ich, völlig klar. Und dass, wenn man es, ich hatte es vorher angedeutet, dann im Gesamten sieht, jetzt gerade angesichts der Herausforderungen in dieser Zeit, dass Frankreich vielleicht mehr, was dann das militärische Engagement angeht, in den Krisen
Herden tätig ist, Deutschland auf der anderen Seite bei der Bewältigung, Aufnahme von Flüchtlingen wiederum ein stärkeres Engagement zeigt. Da sind wir ja genau in der Versuchung, wie umgekehrt die Franzosen, dass wir sagen, da könntet ihr eigentlich ein bisschen mehr tun, so wie ihr sagt, da könntet ihr dort eigentlich ein bisschen mehr tun. Und wenn man es dann insgesamt versteht, dann glaube ich, kann daraus auch ein koordiniertes europäisches Vorgehen werden. Herr Professor Krummeich. Also auch auf die Gefahr hin, die gute Ausgleichsstimmung ein bisschen zu verletzen. Also das erscheint mir nicht so stimmig. Ich wünschte mir, es sei so, wie meine Vorredner das Szenario schildern. In Frankreich haben sich inzwischen mehrere 10.000 mit weiterer Welle junge Männer gemeldet, die wieder zum Militär wollen, um gegen die islamistische Gefahr zu kämpfen, die bereit sind, die Waffen zu ergreifen. Was geht auf die 100.000 zu, die rein wollen in die Armee? Und das wollen sie natürlich dann auch wirklich unter Umständen. Sie sind bereit, für diese Werte ihre Haut hinzulegen. Ich fürchte sehr, dass dieses schöne friedliche Szenario, Herr Jung, was Sie schildern, so dann nicht stattfinden kann. Denn es entsteht eine ungeheure neue Dissymmetrie zwischen diesem deutschen Einsatz und dem dann sehr robusten Einsatz der Franzosen. Das rückt uns so näher. Ich weiß auch nicht, was in Deutschland passieren wird, wenn hier die großen Attentate kommen sollten. Wie viele von unseren jungen Männern plötzlich sagen, wenn es dagegen geht, nehme auch ich das Gewehr wieder auf die Schulter. August Bebel 1907. Wenn der Blutzar kommt, nehme auch ich das Gewehr auf die alten Schultern. Wie sich das in Deutschland abspielt. Jedenfalls können wir nicht davon ausgehen, dass es so einfach bleiben kann, dass die Franzosen die Drecksarbeit machen, den körperlichen Einsatz, den Tod riskieren und unsere sich engagieren, aber. Das war jetzt eine provokante Einleitung, um die Saaldebatte zu eröffnen. Und ich hoffe, insbesondere die Jüngeren, die jetzt angesprochen wurden, haben Fragen oder Beiträge auch an die Diskutanten. Ja, hier vorne. Dankeschön für die Möglichkeit. Ich bin IPS-Stipendiatin aus der Ukraine. Also Sie haben vielmals Deutschland und Frankreich als Tandem, Sicherheitstandem in Europa genannt. Meine Frage ist, welche Sicherheitsverantwortung nimmt Deutschland und Frankreich in Bezug der Bau von Nord Stream 2 Pipeline? Und wie kann man das erklären im Laufe der Sanktionen gegen Russland während des Krieges im Osten der Ukraine und während der Annexion der Krim? Danke. Alors probablement sur notamment l'aspect de la Crimée qui a été l'occasion d'un voyage de parlementaires français aussi. Vous voulez réagir? Bon, je vais réagir en deux temps. Je n'aurais pas fait le même voyage en Crimée parce que je pense qu'effectivement, c'est pour les parlementaires, c'est un sujet délicat qu'il faut laisser au niveau de nos gouvernements, et je pense qu'il faut être prudent quand on fait ce type de déplacement. C'est vrai qu'il faudra trouver un accord d'une manière ou d'une autre, mais je pense que vous avez compris que le sujet est sensible, et quand on dit que le sujet est sensible, c'est que nous savons tous, enfin, du moins j'espère ne choquer personne, en disant que c'est le point sur lequel manifestement la Russie ne cédera pas. Et si nous allons à un conflit direct, c'est sur ce point-là que, on risque de crise. Donc il faut trouver il faut que la diplomatie puisse agir, parce que sans quoi nous allons effectivement à un conflit armé. Et je pense que nous aurions collectivement à y perdre. Donc je pense que nous avons intérêt à rester dans une situation où nous essayons de faire avancer l'action diplomatique. Je sais que ça n'est pas simple pour le ou les peuples concernés, mais je crains que sinon ce soit une déflagration majeure, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques que vous connaissez évidemment, hein, pour l'ouverture sur la mer pour la Russie.
gab viele Wortmeldungen. Bonjour. Merci pour vos vortrags qui étaient très intéressants. Ma question s'adresse à Monsieur Hetzel. Pensez-vous, comme Bruno Le Maire, qu'on ne peut pas faire l'Europe sans les peuples et que donc il faudrait revenir sur le traité de Lisbonne et en particulier le référendum de 2005? Et j'ai une deuxième question qui s'adresse, elle, à Monsieur Krumreich. Et ma question, c'est la suivante. Vous avez dit tout à l'heure que il fallait qu'on mette fin à la honte pour avoir la paix en Europe. Si j'ai bien compris la traduction. Mais est-ce qu'on a vraiment mis fin à la honte en Europe, en fait? Voilà, c'est ma question. Merci. Monsieur Hetzel, si vous voulez commencer. Alors, concernant la proposition de Bruno Le Maire au sujet du référendum, alors, deux éléments de réponse. D'abord, je pense que, et d'ailleurs, les intervenants précédents tout à l'heure ont insisté sur le fait que l'Europe, elle est aussi une Europe des nations. Et à ce titre-là, il faut faire attention à ne pas vouloir forcément aller vers une Europe strictement fédérale. Attention avec manière dont on peut utiliser le terme, mais c'est aussi une Europe où nous avons des identités différentes et je crois qu'il est important de cultiver ces identités, mais encore une fois, cultiver ces identités, ça ne veut pas dire que l'on ne puisse pas construire un projet commun. Je pense qu'il faut arriver à concilier l'un et l'autre, c'est-à-dire avoir une pensée non pas exclusive, en disant soit c'est l'Europe des nations ou alors c'est une Europe intégrée, je pense qu'on peut trouver une voie intermédiaire où c'est l'un et l'autre. Concernant la question du référendum, je vais être très direct, je ne partage pas cette analyse de Bruno Le Maire. Et pourquoi je ne la partage pas? Je suis assez réticent de ce point de vue-là. Je ne suis pas un héritier. Enfin, je ne me sens pas forcément dans la tradition gaulliste sur ce point, parce que les référendums, on a souvent constaté que les gens répondaient à autre chose qu'à la question qui leur était posée. Et qu'en réalité, ils vont instrumentaliser ce référendum pour essayer de faire autre chose, c'est-à-dire créer la démission d'un gouvernement, bon, et on l'a vu sur un certain nombre de sujets, donc attention. Et d'ailleurs, sans vouloir être trop critique vis-à-vis de cette proposition de Bruno Le Maire, il n'a pas précisé quelle est véritablement la question qu'il poserait. Et en fait, le vrai sujet est là. Mais moi, je suis très, très réservé quant à l'utilisation de l'outil référendaire, parce que on voit que on l'a d'ailleurs vu au moment de Maastricht, les gens répondent à autre chose que la question qui leur est posée. Professeur Kromay. Moi, je ne pense pas avoir parlé de honte ou de possible honte de l'Europe, si j'ai bien compris. Ce que j'ai voulu dire, c'est le décalage qui s'ouvre. Il y a un énorme décalage qui risque de s'ouvrir à ce niveau-là, où les Français s'engagent d'une manière, comment dirais-je, quasiment corporelle dans ce conflit, et que les Allemands ont le beau parti de s'engager d'une façon humanitaire, mais pas de risquer leur vie. Le problème est là, pour une vraie concertation franco-allemande à ce niveau-là. J'espère que ça ne se réalisera pas, mais je vois le clivage qui s'ouvre. Hier vorne war eine Wortmeldung. Ja. Herr Hetzel, Ihre Auffassung bin ich ganz dezidiert, was die Frage, die die junge Dame aus der Ukraine gestellt hat. Es muss immer gelten, die Supremacie de la Diplomatie. Also Vorrang hat immer die Diplomatie gegenüber dem Militär. Das ist das eine. Das andere, ich würde gerne mit Herrn Krumreich diskutieren, aber nicht hier, über den Begriff Opfer. Sich opfern oder ein Opfer bringen. Die Armen sollten... Ja, die Armen eben, die dort gefallen sind, haben sich das nicht ausgesucht, sind ein Stück verführt worden. Aber das lasse ich jetzt auch mal weg. Ich wollte einen anderen Aspekt bringen. Wir sind
haben ja ganz fantastisch diskutiert über das, was errungen worden ist auf der politischen Ebene. Aber ich denke an die vielen jungen Menschen in unseren Schulen, denen heute diese Dinge gar nicht mehr präsent sind. Und ich bin der Auffassung, wir versündigen uns, indem wir dem Geschichtsunterricht und dem Erdkundeunterricht in unseren Schulen nicht den Raum schaffen, den wir schaffen müssten, und ferner den Vertrag von Élysée-Vertrag ernst nehmen. Der wird überhaupt nicht ernst genommen, der wird völlig verlacht. Wenn ich mir vorstelle, dass in der Normandie kein Deutsch mehr gelernt wird und wir nicht den Mut haben als Kultusminister, Frau Wallat Najot-Belkacem, zu zeigen, dass sie auf dem falschen Wege ist und nicht ihr freundlich zunicken, wenn sie uns zeigt, in Lothringen und im Elsass machen wir schön Deutsch. Es ist ein Lügenpaket ersten Ranges und wir müssen Fremdsprachen lernen, damit wir uns kennenlernen. Und ein drittes, die Schulpartnerschaften gehen vor die Hunde und die Städtepartnerschaften gehen vor die Hunde. Eine Hauptaufgabe, die wir als Zivilgesellschaft haben. Ohne Basis kann auch keine Politik gemacht werden. Und die Politiker, die heute hier sitzen, die werden demnächst eine ganz andere Basis von unten haben. Und es werden andere Politiker kommen, gewählt aus einem Kreis, der kein Geschichtskenntnis mehr hat und keine Sprache mehr kennt. Das ist meine Angst. Ich glaube, das schreit geradezu nach einer Reaktion von Herrn Jung und Frau Schmidt. Ja, Sie haben die Sprache angesprochen und das hat uns ja im letzten Jahr sehr bewegt, anlässlich der Bildungsreform in Frankreich. Da will ich mal sagen, dass wir in einer tollen Zusammenarbeit mit den Kollegen in der französischen Assemblée uns dagegen gewehrt haben, dass die Klassen, die zu einer Stabilisierung der Deutschlerner geführt haben, in Frankreich abzuschaffen. Das ist nicht ganz gelungen, aber ich glaube, die Folgen konnten abgefedert werden. Und trotzdem gilt, was Sie sagen, und es gilt übrigens auf beiden Seiten, im Élysée-Vertrag haben beide sich versprochen, die Kinder und Enkel werden die Sprache des Nachbarn lernen. Und wenn man in die Realität unserer Schulen reinschaut, dann ist Englisch ganz oben. Wolfgang Schäuble hat es ja mal so schön ausgedrückt, er hat gesagt, er spricht die am meisten gesprochene Sprache der Welt, schlechtes Englisch. in Frankreich ist es so, dass dann Spanisch an zweiter Stelle ist und Deutsch Mühe hat, sich überhaupt irgendwie zu behaupten, sich wieder heranzukrabbeln. Und in Deutschland ist es aber ähnlich. Bei uns sind an allgemeinbildenden Schulen ist Englisch sowieso erster und Frankreich noch zweite Sprache. An Berufsschulen ist auch in Deutschland Spanisch schon die zweite Sprache. Und weil Sie die Kultusminister angesprochen haben, haben wir es ja als Bundespolitiker leicht, weil wir nur an die anderen appellieren können. Dann verweise ich darauf, wie in Baden-Württemberg eingeführt wurde, der Französischunterricht an der Grundschule hier direkt, weil man gesagt hat, die Elsässer sind ja nur ein paar Kilometer weit weg. Was ist passiert? Es gab Proteste der Eltern, die geglaubt haben, ihre Kinder sind gleich auf dem Abstellgleis der Globalisierung, kriegen nie irgendeinen Job, weil ja Englisch so wichtig ist, wenn nicht das Dictionary schon in der Schultüte liegt. Und es gab und gibt richtig Proteste dagegen. Trotzdem hat man es gemacht und es ist richtig, weil die Folgen genauso sind, wie Sie es beschreiben. Wenn man es nicht macht, dann findet der Schüleraustausch nicht mehr statt, dann gibt es keinen Nachwuchs für die Städtepartnerschaften, dann verflacht der kulturelle Austausch, dann geht niemand studieren im anderen Land und dann hat es irgendwann auch Folgewirkungen für das wirtschaftliche Zusammenarbeiten. Schon heute ist es so, dass bei Airbus etwa gesagt wird, sie finden gar nicht mehr genügend Arbeitskräfte, die beide Sprachen richtig sicher sprechen, das ist aber in Voraussetzung und vieles mehr. Und deshalb ist immer gut, da auch an die Kollegen zu denken, aber auch wir an uns selber. Auch in Deutschland gilt, wir lernen zu wenig Französisch und sind zu wenig in der Lage, uns zu unterhalten. Und wenn dann nur vier Deutsche und Franzosen, egal welcher Besetzung, zusammen sind, wird immer wieder schlechtes Englisch gesprochen, weil das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und das darf es nicht sein in Europa. Ja, ich würde vielleicht nur noch ganz kurz ergänzen. Ich kann dem nur zustimmen. Und Sprache ist halt so, wie so oft, der Schlüssel. Und wer sich versteht, der hat halt auch einen ganz anderen Zugang zum Verständnis. Und wir diskutieren ja wirklich in vielen Bereichen über das Thema Integration in Europa. Und wir sehen natürlich, eine kulturelle Integration hat irgendwo immer eine Grenze, nicht aber der kulturelle Austausch. Und der kulturelle Austausch ist, glaube ich, essentiell, um das Verständnis zu fördern. Und der Schlüssel dazu ist ganz klar die Sprache. Und ich formuliere es mal so, wer auch wirklich Freunde
im Ausland hat, wäre das, und schon zum Besten natürlich zu Schulzeiten, ganz klar, weil was Hänschen nicht lernt, lernt Hans vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Und wer aber Freunde im Ausland hat, der hat auch ein ganz anderes Verständnis, glaube ich, für andere, ja, kulturelle Hintergründe und verfällt vielleicht auch nicht so einfach irgendwelchen europafeindlichen Versuchungen, die mit dem Finger gerne auf andere Städte oder nach Brüssel zeigen und sagen, da sitzt der Schuldige, sondern der hat Freunde und der hat den Austausch und der hat einen ganz anderen Zugang dazu, für das Verständnis zwischen den Nationen zu werben. Schwetzel. Ja, ich wollte nur kurz auch darauf reagieren, denn Sie haben völlig recht. Ich war vor einigen Jahren, also das nennt man bei uns in Frankreich Rektor der Akademie, in Limoges. Und damals war Jacques Chirac noch unser Präsident. Und er hat also darauf bestanden, dass also Deutsch immer mehr unterrichtet wird, nicht nur im Elsass-Lothringen, sondern überall in Frankreich. Und zum Beispiel in Limoges, was wir dann getan haben, wir sind hingegangen und haben den Familien gesagt, okay, wir haben es verstanden, ihr wollt, dass eure Kinder natürlich Englisch lernt. Okay, gut, aber wenn sie wollen, dass sie schon seit, wenn sie Englisch lernen, zur gleichen Zeit lernen sie auch Deutsch. Das haben wir so durchgeführt, also diese Classe Bilingue, das haben wir geschafft, weil wir den Familien gesagt haben, ihr könnt beides lernen. Also es ist nicht Englisch gegen Deutsch, sondern es ist Englisch und Deutsch. Und so haben wir es damals geschafft. Und das war auch eine sehr schöne Eroberung. Und effektiv, Sie haben recht, wir haben also sehr stark gegen Madame Vallaud-Belkacem gekämpft, denn das war keine gute Reform und ich denke, wir müssen in den nächsten Jahren natürlich da wieder eingreifen, damit mehr Deutsch in französischen Schulen gelernt und unterrichtet wird. Ich schlage vor, dass wir vielleicht vielleicht sogar drei Fragen hintereinander, weil die Zeit uns leider davon rennt. Herr hier, wer hatte sich noch gemeldet? Hier und hier. Vielleicht, wenn es sich überhaupt nicht passt, mache ich Halt. Aber ich denke, es wird gehen. Ich habe keine große Sorge, dass die Wirkmächtigkeit von Verdun an Kraft verliert. Wenn man mit jungen Menschen vor Ort ist, wir machen das von Seiten der Konrad-Adenauer-Stiftung seit einigen Jahren in einem Forschungsprojekt, dann finden sich Menschen in dem gleichen Alter der damals gefallenen Soldaten vor Ort wieder und sie schweigen heute noch. Und das beeindruckt sehr. Aber es sind, glaube ich, zwei Bedingungen, die man bedenken muss. Diese Narbe muss gepflegt werden, nicht die Wunde, aber die Narbe. Sie muss sichtbar bleiben und sie muss besucht werden. Und das sind die beiden Stellschrauben, an denen wir sehr viel konkreter drehen können und müssen, als das in vielen Diskussionen vielleicht bedacht wird. Die Wanderwege, die Informationstafeln vor Ort, auch die Schlachtfeldabschnitte sind zum Teil in die Jahre gekommen, sind schlecht gepflegt, sind zum Teil nicht übersetzt, sind verwüstet. Da kann man mit wenig Geld sehr viel bewegen. Und das muss eben sichtbar bleiben. Dort wird nach wie vor eine aggressive Forstpolitik gemacht. Ganz konventionelle Forstwirtschaft. Diese 80 Quadratkilometer sind aber einer der größten Soldatenfriedhöfe der Welt. Jedes Jahr werden Knochen nach oben gespült, jedes Jahr werden dort noch Gefallene gefunden und geborgen. Wann, wenn nicht im Jahr 2016, müssten sich die deutsche und die französische Regierung dafür engagieren, dass diese kompletten Schlachtfeldabschnitte UNESCO-Weltkulturerbe werden? Wenigstens die großen, wichtigen Abschnitte, wo wirklich zum Beispiel die Doppelhöhe Toter Mann, da weiß man, da sind noch Grablege von hunderten Soldaten in den Tunneln, die sind eingedrückt, da wird Forstwirtschaft betrieben, wie man sie hier in Deutschland zum Teil schon gar nicht mehr macht. Das wäre ein großes Signal, Weltkulturerbe der UNESCO, der Schlachtfeldabschnitte in Verdun. Und der zweite Punkt, es muss besucht werden. Ich kenne vor Ort einige Hotels, Gastronomen und andere, die sagen, 2018 machen wir unser Geschäft zu.
Wir machen unser Hotel zu. Wir nehmen nochmal den Schwung des Tourismus mit. Danach kommt aber nichts mehr. Dann ist das hier vorbei. Und das ist wirklich traurig. Und deshalb der zweite konkrete Vorschlag wäre, wo, wenn nicht in der Ville de la Paix, müsste es ein deutsch-französisches Forschungsinstitut geben, vielleicht eine Friedensforschungsuniversität, die eben das tut, was hier angesprochen wurde. Junge Russen und junge Ukrainer zusammenbringen, junge Palästinenser und junge Israeli, junge Deutsche und Franzosen, die miteinander Friedensforschung betreiben und die Lehre von Verdun in das Heute umsetzen. Wo, wenn nicht dort im Herzen Europas, wo, wenn nicht da, wo Frankreich und Deutschland jetzt im Jahr 2016 Verantwortung zeigen können. Das wären konkrete Punkte und ich denke, das sind die Dinge, die man nicht mehr nachholen kann, wenn man das Bicentenaire anguckt. Was soll denn in 100 Jahren noch passieren, wenn dann nicht konkrete Schritte jetzt gegangen werden? Ja, ich wollte zu der Sprachenfrage noch mal kurz hinweisen auf ein sehr ermutigendes Beispiel, das vielleicht nicht genug bekannt ist, nämlich die Frankreich-Strategie des Saarlandes. Also das Saarland hat sich tatsächlich zum Ziel gesetzt, und das ist kein Witz, obwohl es manchmal so betrachtet wird, das ist das Ziel der Landesregierung des Saarlandes, bis zum Jahr 2030 das Saarland vollkommen zweisprachig zu machen. Das heißt also, Französisch als zweite Verkehrssprache neu zu etablieren in einem Land, das bisher nicht Französisch spricht oder jedenfalls vor 10 Jahren noch nicht Französisch gesprochen hat. Dafür werden zum Beispiel systematisch, versucht man die Hälfte der Kindergärtner mit Muttersprachlern aus Frankreich zu besetzen, extra eine entsprechende Ausbildung aufgebaut. Die Grundschullehrerausbildung wurde aus Rheinland-Pfalz zurückgeholt, um auch dort etwa zu versuchen, die Hälfte französischer Muttersprachler zu rekurrieren, die als Grundschullehrer im Saarland arbeiten. Ausgebildet als saarländische Grundschullehrer, aber eben französische Muttersprachler, um eben wirklich Französisch als zweite Arbeitssprache im Saarland zu etablieren. Das ist also ein Beispiel, das wirklich herausragend ist und die Dimension zeigt, die man eigentlich braucht, um sowas zu machen. Das wird man sicher nicht flächendeckend überall in Frankreich oder in Deutschland machen können, aber es ist ein Beispiel, das sehr ermutigend ist. Und noch eine letzte Frage. Vielen Dank. J'ai entendu votre critique des référendums et je partage les raisons. Mais il se pose une question grave. Pourquoi n'existe pas des partis européens en Europe? Personne dans la salle ici peut devenir membre d'un parti européen parce qu'il n'existe pas. Pourquoi pas? Et l'Europe que nous avons, cette construction politique, la même que l'Europe quantité des siècles. Herr Professor Krummeich wollte sehr gern auf den sehr interessanten Vorschlag zu, wie können wir Verdun beleben als Ort, als Besuchsort. Ja. Und Francis Masson wollte auch ein Wort dazu sagen. Ja, also an den Herrn von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe 30 Jahre lang Exkursionen nach Verdun an die Somme gemacht, jedes Jahr eins. Es ist immer wieder dasselbe. Wenn die Studierenden da hinkommen, sie sind still, sie haben verstanden vor Ort. Die große Schwierigkeit war immer, das zu finanzieren. Leider ist es so, dass unsere verantwortlichen Institutionen meistens oder fast immer die Vorgabe haben, dass nur finanziert wird, wenn es zu Begegnungen kommt. Also mit französischen Studentengruppen. Das ist vor Verdun unmöglich. Wir haben zigmal das Problem eruiert und immer wieder war ich in derselben Sackgasse. Nein, unsere kulturpolitisch Verantwortlichen werden das Geld gerne geben und en masse, wenn ich auch französische Studis herankarre, damit man dann sich da unterhalten und diskutieren kann. Und wenn das nicht möglich ist, vor Verdun ist das nicht möglich. Sie haben eine ungeheure Arbeit, dann welche ranzukarren. C'est de pure forme. Es wäre sehr wichtig, wenn ein stabiles Geld da wäre, dass diejenigen, die Exkursionen organisieren wollen, und ich nenne ihnen 10 auf einmal, dass die das Geld auch bekommen, auch wenn das nicht immer dann gleich der große Austausch vor Ort ist.
erteile jetzt kurz dem, wir haben das große Glück, dass das deutsch-französische Jugendwerk hier auch in Gestalt seines Präsidenten und erteile kurz das Wort zu einer Reaktion. Ja, das fordert natürlich gerade heraus, Herr Professor Krumeich, weil wir eben jetzt gerade, also am 29. Mai, Ende des Monats, ja 4.000 junge Menschen aus Deutschland und Frankreich. 3.000 Franzosen, 1.000. Richtig, genau, also in der Aufteilung, aber immerhin gewollt von französischer Seite, dass es zu einem Austausch kommt. Wir werden dieses pädagogische Programm zusammen mit der Mission du Centenaire natürlich unterstützen und da wird es wirklich um Fragen der Friedenspädagogik gehen. Es wird um Fragen auch des gemeinsamen Erinnerens und des Weitertragens geben. Und wir müssen wirklich sagen, die französische Botschaft, die auch sehr viel hier dafür getan hat, dass die deutschen Teilnehmer dort zusammenkommen, wir haben uns alle gewundert, was für ein riesiges Interesse von allen Schulen, und zwar jetzt nicht nur Studenten, sondern es ist jegliche Schulart dort vertreten. Es ist also quer, ein ganzer Querschnitt durch die Gesellschaft. Es ist ein riesiges, großes Interesse auf deutscher Seite und genauso auf französischer Seite. Die arbeiten jetzt im Vorfeld bereits mit virtuellen Mitteln zusammen, bereiten sich vor. Es gibt ein Matching von verschiedenen Klassen, von verschiedenen Schulen. Und das ist meine zweite Bemerkung noch zur Sprachenpolitik. Ich glaube auch, ich sehe genauso mit Skepsis, was sich im Moment dort in Frankreich sprachenpolitisch tut. Aber es gibt auch eine Chance, dass nämlich jetzt 100-prozentiges Matching zwischen Schulen stattfinden soll. Jede Schule, die in Frankreich Deutsch anbietet, soll eine deutsche Partnerschule haben. Und dadurch kommen die Schüler dann wirklich zum Praktizieren der Sprache. Das ist in der Vergangenheit noch nicht genügend erfolgt. Und das ist also, glaube ich, in Zukunft auch der Punkt, dass Leute wirklich die Sprache lernen, die auch anwenden können. Und das wird auch zum Teil in Verdun mit stattfinden durch diese Begegnung. Auch im September 17 oder nur am 29.05. Nein, auch im September 17? Auch darüber hinaus. Oh. Francis Masson. Oui, alors c'est très bien que Monsieur le Président de l'OFAGE soit présent, puisque je voulais aussi évoquer ces formats-là, mais on vient de parler de formats, excusez-moi, je vais parler très très vite à cause du temps, désolé pour les traducteurs, on vient d'évoquer deux formats de visite, le format national, alors un groupe d'un pays qui se rend sur un lieu de mémoire, on a parlé des formats bilatéraux comme c'est organisé par l'OFAGE, et ces visites-là, elles sont importantes pour entretenir la mémoire de l'Europe comme un projet de paix, mais elles peuvent aussi, à mon avis, dans ma compréhension de l'Europe, être élargies à des tiers. C'est-à-dire que si on invite d'autres groupes de jeunes issus d'autres pays membres à venir aussi se recueillir ou au moins visiter des lieux de mémoire franco-allemands qui sont en soi aussi de potentiels de mémoire européens, alors on leur permet à tous de... C'est une manière pour que l'intégralité de la jeunesse européenne ait conscience que l'Europe est un projet de paix. Alors, bon, là je viens de faire une belle phrase, mais vous évoquiez au début en me présentant le triangle de Weimar, qui est bien sûr les relations France-Allemagne-Pologne. Et là, on peut aussi encore évoquer l'OFAGE qui, avec l'organisme germano-polonais pour la jeunesse, organise ce type de rencontre trilatérale. Ça aussi, c'est important. Le franco-allemand, bien sûr, on est là pour en parler, mais ouvert à d'autres. Et je terminerai très vite à un appel à tous les représentants de la jeune génération qui sont plus vers le haut, là, donc je vais regarder en haut, pour revenir sur la question des langues. Oui, vous disiez, Monsieur Jung, que l'anglais est le plus petit dénominateur commun que l'on ait. Mais pour vivre l'Europe à 28 et la faire vivre, apprenez l'anglais, absolument. Mais pour vraiment savoir pour vraiment connaître les partenaires européens, apprenez aussi leur langue. Ça, c'est une évidence. C'est mon expérience personnelle, le franco-allemand. J'apprends aussi d'autres langues. Et dès qu'on va dans un pays, trois mots dans la langue du pays, ça ouvre toutes les portes européennes. Ensuite, bien sûr, on retombe dans l'anglais. Ich lasse Patrick Etzel reagieren zu dem wirklich vorbildlichen Versuch oder Experiment im Saarland und auch zu der Frage Referendum oder nicht, europäische Parteien.
Oui, juste pour effectivement l'exemple sarrois, il est très intéressant. Il est très intéressant et on voit bien qu'il y a une décision politique majeure qui a été prise. Alors je disais à Andreas Jung en aparté, par contre c'est vrai que la taille du land de Sarre permet de procéder de la sorte. C'est sans doute plus facile que des lenders où la population est plus importante. Mais c'est vrai que il y a un très bel exemple et il faut qu'on arrive à le faire fructifier. J'ai pas la réponse à la question du parti européen. Par contre, j'aurais envie de vous répondre de manière un peu, alors c'est pas décalé, mais en tout cas vous dire que finalement, il faut sans doute en revenir aux pères de l'Europe, ceux qui ont été les fondateurs, De Gasperi, Schumann, Adenauer. Et là, vous allez vous rendre compte, c'était quoi leur point commun? Ils étaient chrétiens-démocrates. Et en réalité, la difficulté, et je suis en tant que Français le premier à le déplorer, en France, la tradition chrétienne-démocrate est sans doute moins présente qu'elle ne l'a été dans le passé. C'est sans doute l'une des difficultés, mais voyez, de ce point de vue-là, je ne peux pas m'extraire du fait d'être alsacien et que nous avons, nous, gardé le concordat. Et donc, nous n'avons pas de séparation entre l'Église, enfin les Églises et l'État. Mais c'est vrai que je pense que la tradition européenne, les pères fondateurs, en réalité, quand vous regardez, ils étaient d'inspiration humaniste et chrétienne. Et ça, on peut pas le nier. Ich glaube, es war sehr schön, dass einem Elsässer das Schlusswort überlassen war. Ich erspare Ihnen jetzt weitere Betrachtungen, denn diese Debatte war schon sehr reich und danke Ihnen nur allen, dass Sie hier waren und so lange aufmerksam zugehört und auch sich beteiligt haben. Vielen Dank.